Hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge der Philipp Reich Show. Heute war Sven Knippels zu Gast. Sven ist ehemaliger Profisprinter, war bei den Olympischen Spielen und ist jetzt Chiropraktor in Leipzig und hat dort eine eigene Praxis. Wir sprechen über sein Leben als Sprinter, über seine Praxis, über seinen Beruf, wie man diesen Beruf überhaupt lernen kann und reden auch darüber, wie man schneller wird und höher springt. Also wieder mal viel Mehrwert dabei. Viel Spaß euch. Hallo Sven, schön dich hier zu haben. Hi, schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Vielleicht kennt ich die Community nicht, weil wir sind ja so ein bisschen Volleyball-based und alle, die sich ein bisschen auch in dem Fall mit Gesundheit und so auseinandersetzen. Vielleicht magst du dich einmal selber kurz vorstellen. Ich glaube, einige werden dich schon kennen von irgendwelchen Leichtathletik-Veranstaltungen. Aber sag mal, wie du dich vorstellen würdest. Ja, ich bin Sven Knippels, ich bin 37 Jahre alt, wohne in Leipzig, bin Chiropraktor und habe, bevor ich Chiropraktor geworden bin, beziehungsweise währenddessen professionelle Leichtathletik betrieben, war zweimal bei den Olympischen Spielen, war zweimal bei den Weltmeisterschaften Vierter, habe zwei Europameisterschaftsmedaillen gewonnen mit der 400-Meter-Staffel. Genau, bin 100 Meter gesprintet damals und habe im Endeffekt ja während meines Studiums dann den Leistungssport so entwickeln können, dass ich mich eben auf dieses Niveau entwickelt habe und bin dann 2013 nach dem Abschluss meines Studiums nach Leipzig gezogen, komme ursprünglich aus Wolfsburg und bin jetzt mittlerweile fast 10 Jahre in Leipzig, habe jetzt hier meine eigene Privatpraxis mit einem eigenen Gym, mit zwei Kollegen beziehungsweise mit zwei Trainern. Und bin doppelter Papa, was auch noch ein ganz guter Job ist. Ja, mega, mega. Man hört schon raus, du warst wahrscheinlich dein ganzes Leben lang ziemlich gut strukturiert, ziemlich dedicated irgendwo, weil man muss ja dann auch alles irgendwie unter einen Hut kriegen, Profisport, vor allem Sprint, also alles, was nicht so spielerische Sportarten sind, stelle ich mir noch, noch nerdiger irgendwie vor, dass man noch mehr drin sein muss, noch mehr genau auf Bewegungsabläufe achtet. Hast du das Gefühl, das kommt dir heute zugute in deiner Arbeit, einfach nur vom Mindset her? Also ja und nein. Ich bin nicht so strukturiert, wie man da vielleicht denken würde. Also vielleicht kann man damit ganz gut anfangen. Ja, Abitur von 2,9 ist jetzt auf jeden Fall schon mal nicht so überragend. Und das in Niedersachsen, das macht es nicht besser. Von daher, was bei mir einfach eine Sache ist, wenn ich eine Passion habe, wenn mich Dinge interessieren, dann kann ich sehr, sehr hartnäckig sein. Und das hat mich halt bei vielen Sachen in der Schule war das eben nicht so der Fall. Dazu kommt noch, dass ich Legastheniker bin. Das macht es dann auch nicht unbedingt mit der Rechtschreibung besser. Also von daher war Schule nicht unbedingt so vorbildlich. So eine ganz gute, dazu passende Thematik ist auch, dass ich sowohl Chemie als auch Bio abgewählt habe in der Schule, weil ich auch einfach schlecht war, es hat mich nicht interessiert. Und dann habe ich angefangen, Chiropraktik zu studieren und du hast im ersten Jahr Biochemie oder Histopathologie. Also auswendig lernen, so eine Sache in der Schule war auch nichts. Und in der Uni wusste ich auf einmal, wofür. Und ja, weil die Frage war, bringt mir das was für das weitere Leben? Also ich glaube schon, dass meine Leistungssportkarriere mir viel fürs weitere Leben und auch für den Job gebracht hat. Aber dieses Strukturiertsein fällt mir schwer zu sagen, dass ich ein strukturierter Mensch bin, weil ich es eben nicht wirklich bin. Nichtsdestotrotz höre ich schon sehr häufig, dass ich sehr straight bin, sehr durchgetaktet und so weiter. Ich würde mich allerdings so nicht wirklich beschreiben. Okay, verstehe. Ja. Ich meine, ein schlechtes Abitur, wissen wir alle, hat dann nichts mit der späteren Laufbahn zu tun. Und okay, ein schlechtes Abitur, ich habe 2,9, das ist gut. Ja, okay, das zähle ich 3 als befriedigend. Ja, aber 2,9 ist ja eine 2 und dann ist 2 gut. Nein, das wird abgerundet. Das war mein Ziel auf jeden Fall. Es muss eine 2 vorm Komma stehen. Okay, gut. Das gleiche Ziel hatte ich übrigens auch. Aber du hast es auch geschafft. 2,7 bei mir. Ja, läuft. Nun, warst du früher Profisprinter und, was ich gesehen habe, ganz kurz auch Weitspringer? Genau. Wann hast du mit Leichtathletik überhaupt angefangen? Ja, also ich habe mit
7 oder sowas mit der Leichtathletik angefangen. Mein Vater war sehr, sehr guter Weitspringer. Der wäre 1980 zu Olympia gefahren. Hätte Westdeutschland dabei nicht boykottiert. Der war auch da mit 8,13 Meter damals die Nummer 5 in der Welt. Also der hätte durchaus Medaillenchancen gehabt. Ja, und wie das dann immer so ist, dann möchte der Sohn das natürlich auch irgendwie so ähnlich machen wie der Papa. Hatte aber eben, wie gesagt, als kleines Kind angefangen und nach ein paar Jahren wieder aufgehört, weil viele in meiner Klasse Fußball gespielt haben und dann wollte ich lieber Fußball spielen und habe dann in der einen oder anderen Kreisliga rumgekickt und das mehr schlecht als recht. Und ich war immer der Schnelle, der von den dicken Verteidigern umgeholzt wurde. Und das hat mich dann auch relativ schnell frustriert, so dass ich dann mit 15 aufgehört habe mit Fußball und ein Jahr gar nichts gemacht habe. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert. Also das war weder für meine Mitschüler noch für mich gut. Und dann hat mein Vater einfach gefragt, also beim VfL angerufen, also ich komme aus Wolfsburg, beim VfL Wolfsburg angerufen, einen ehemaligen Trainer, den Werner Morawitz damals erreicht. Und der meinte, ja klar, schicken wir mal vorbei. Und dann habe ich im Endeffekt mit 16 erst wieder angefangen. Und das ist vielleicht auch so eine ganz, ganz nette Anekdote. Ich war damals gerade relativ schnell gewachsen. Ich bin von 1,60 auf 1,80 gewachsen mit 16 und habe 55 Kilo gewogen. Und genau, dementsprechend, das war jetzt noch nicht die klassische Sprinter Figur sozusagen. Und ich bin dann auch in meinem ersten Jahr, mein erster Wettkampf war 12,39 auf 100 Meter und ich habe mich da so runtergelaufen auf 12,13. Also das sind, ja, das ist nix, um das so zu sagen. Und meine Bestleistung ist dann ja ein paar Jahre später, beziehungsweise 12 Jahre später, war es dann 10,13. Also ich habe mich in 12 Jahren um 2 Sekunden verbessert. Ja, was ja im Sprintbereich Welten sind. Ja, definitiv. Gut, das hast du schon gesagt, dein Papa war Weitspringer, aber Wikipedia hat noch ein bisschen mehr hergegeben. Dein Opa war Handballer, Nationaltorhüter, wenn ich das richtig gesehen habe. Warum hat sich nie, na gut, jetzt hat sich zum Ballsport irgendwie getrieben durch Fußball, aber war Handball irgendwie mal eine Option? Ja, das Interessante ist, mein Opa war Feldhandballtorwart. Das heißt, das war in den 50ern, Ende oder frühen 60er, da gab es keine Hallen. Ich glaube, ich weiß nicht, wann sich dann Hallenhandball entwickelt hat, aber es kam erst deutlich später. Das heißt, die haben das damals auf dem Fußballplatz gespielt. Und das gab es wiederum dann gar nicht mehr, als ich angefangen habe, Sport zu treiben. Ja, in der Schule habe ich auch Handball gespielt und so weiter, aber wie gesagt, das war dann am Ende einfach wirklich das Ding, dass ich da mit den Freunden kicken wollte halt, ne? Ja, okay, verstehe. Ja. Du hast auch am Anfang, du nimmst ein paar Fragen vorweg, das ist sehr gut, dann sparen wir Zeit. Ich wollte noch fragen, was deine größten Erfolge waren, das hast du schon gesagt, 2-mal Olympische Spiele und Weltmeisterschaft auch, glaube ich, 2-mal, richtig? Also bei Weltmeisterschaften war ich insgesamt 4-mal und bin 2-mal Vierter gewesen, also waren 2-mal Vierter und dementsprechend 2-mal im Finale. Okay. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz mitnehmen, was das so für Gefühle sind, wenn man wirklich, gerade wenn man so spät angefangen hat mit dem Sport, dann auf einmal mit den Top-Athleten zusammen ist, auf dem Event ist, also Olympia, und dann auch noch gut abschneidet. Also vielleicht ist das überhaupt zusammenfassbar irgendwie? Also vielleicht kannst du mal einen kleinen Einblick geben. Ja. Also es war bei mir schon eine sehr, sehr lineare Entwicklung, grundsätzlich von der Leistungsentwicklung. Also ich habe mich wirklich zeitweise über ein paar Jahre einfach jedes Jahr um so eine Viertelsekunde verbessert. Von daher bin ich da einfach immer ein kleines Level wieder hochgegangen und war dann erst schon irgendwie begeistert, so bei deutschen Meisterschaften mit den deutschen Stars auf der Bahn zu stehen, ne? Und dann muss ich aber auch ganz klar sagen, also eins der größten Highlights, und da kriege ich auch bis heute immer wieder Gänsehaut, wenn ich das erzähle, ist halt einfach die Weltmeisterschaften 2015 in Peking. Da hatten wir um 22.30 Uhr das WM-Finale im Vogelnest, also im Olympiastadion. War halt draußen dunkel, dementsprechend Flutlicht. Du bist mit den Chinesen im Finale, du bist mit den Jamaikanern inklusive Usain Bolt auf der Bahn. Und die Chinesen sind jetzt nicht gerade besonders bewandert, was Sport angeht, aber
Usain kannten sie dann halt auch und die Chinesen haben sie auch angefeuert und dementsprechend, das war so unglaublich laut. Und ja, das ist dann schon einfach so das, was, also du kriegst dann, das merkt man natürlich im Nachhinein erst wirklich, ne? Aber du bist dann halt auf einmal genau da, was du so früher angeguckt hast im Fernsehen. Ja. Ne? Und das ist schon was Besonderes. Und das war natürlich immer so, du bist so fokussiert auf deinen Sport, aber gerade in der Staffel fand ich das immer extrem. In dem Moment, wo du den Staffelstab übergeben hast, war immer mein erster Gedanke so, pff, nicht verkackt. Und dann in dem Moment wurde so richtig wie das Volume wurde aufgedreht. Also es wurde einfach einmal richtig, richtig laut. Und dann orientierst du dich erstmal so im Stadion, okay, wie sieht's aus, wie laufen die anderen, wo liegen wir? Und dann realisierst du das Ganze erst. Und ich bin ja immer auf der zweiten Position gelaufen, das heißt, ich bin im Prinzip von 100 bis 200 gelaufen und musste dementsprechend auch einmal durch das komplette Stadion wieder zurück zur Ziellinie dann joggen oder gehen. Und da hast du natürlich total viel Zeit, das alles noch aufzusaugen. Und ja, klar, wenn du dann eben auch noch da vorne richtig mitrennst, dann ist das schon was ganz Besonderes und sind definitiv Erfahrungen, die ich so nicht missen möchte. Also ganz ehrlich, glaubst du oder glaubst nicht, aber ich habe Gänsehaut, als du es jetzt erzählst, weil ich das Gefühl habe, also ich habe das selber nicht mal ansatzweise erlebt, aber habe mich gerade versucht hineinzuversetzen. Es muss einfach so krass sein, weil im Prinzip, wenn du erst mit 16 dann wieder angefangen hast, hast du wahrscheinlich auch nie damit gerechnet, dass du überhaupt mal dahin fährst, wenn ich das so sagen darf. Ja, man hat ja immer mit geliebäugelt, ne? Also ich weiß, dass ich 2009 gab es damals von Nike so eine Nike ID hieß das damals. Da konntest du dir quasi so eine eigenen Sachen besticken lassen. Und damals habe ich mir Spikes von meinen Eltern zu Weihnachten gewünscht und habe 2012 draufgeschrieben, also für Olympische Spiele 2012 und das war 2009. Und ja, und dann war ich ja wirklich dann bei den Olympischen Spielen, auch wenn ich die Olympischen Spiele nicht gelaufen bin, sondern nur Ersatzmann war. Also klar hat man das schon mit geliebäugelt. Ja, aber am Ende ist es natürlich auch, gehört natürlich auch ein gewisses Maß an Glück dazu. Du musst dann halt durchkommen und du darfst auch keinen Quatsch trainieren und so weiter. Von daher, ja, es ist definitiv eine Sache, die man nicht per se plant. Ja, verstehe. Ich meine, es gibt ja auch die Kids, weißt du, die sind einfach talentiert, die werden gefördert, seitdem sie irgendwie 5 sind oder so. Beim Fußball ist ja noch extremer als bei anderen Sportarten. Und da ist einfach klar, okay, das sind, die werden irgendwann ganz oben mitspielen, fertig. Und wenn man sich das dann so hart selber erarbeitet und einfach durchzieht und so wie du es auch gemeint hast, jedes Jahr einfach eine Viertelsekunde besser wird, bis man dann wirklich ganz oben mitspielen kann, das ist natürlich, das ist schon heftig. Na, ja, stark. Naja, gut, man muss natürlich auch immer sagen, weil wie du jetzt gesagt hast, es gibt so Leute, die sind einfach Ausnahmeathleten, aber diese Supertalente, wie viele davon gibt es halt dann, die auch nie ankommen? Ja. Ne? Ja. Und die Leichtathletik ist halt umgekehrt einfach so ehrlich, weil entweder rennst du schnell oder halt, rennst halt nicht schnell. Ne? Also da kann der Schiedsrichter dir nicht reingrätschen, da kann dich kein Trainer doof finden. Also bei mir war das sogar so, ich war immer ein bisschen zu langsam für die Kadernorm, weil ich einfach immer ein bisschen zu alt war. Ich war halt ein super Spätentwickler, ich bin jetzt fast 40, habe immer noch keinen vernünftigen Bart, also ich weiß nicht, ob meine Testosteronwerte so durch die Decke gehen. Also ich bin einfach ein super Spätentwickler und habe mich dementsprechend nie für irgendwelche Kadernormen qualifiziert mit 20 und so weiter. Das heißt, ich war das erste Mal bei den Olympischen Spielen und hatte bis dahin noch nie eine Kadernorm erfüllt. Okay. Und 2009 bin ich dann sogar Niedersachsen-Rekord gelaufen und habe in der Saison davor, hatte ich den Landestrainer in Niedersachsen angeschrieben und gefragt, hier, sieht das aus, könnt ihr mich nicht für diesen SL-Kader nehmen? Das war so ein Ersatzkader, wo man irgendwie so ein bisschen was an finanziellen Unterstützung für Trainingslager bekommen hat. Und da kam nur die Antwort, nö, du bist zu alt und zu verletzungsanfällig. Und zu verletzungsanfällig war halt, ich hatte das Jahr davor einen Pneumothorax, also einen Lungenkollaps, hat jetzt nichts mit Leistungssport zu tun, und bin damit sogar noch Bestleistung gelaufen. Also dementsprechend, da habe ich nur freundlich leck mich am Arsch geantwortet, okay, und bin dann in dem Jahr Landesrekord gelaufen. Also die schnellste Zeit, die in Niedersachsen jemals gelaufen ist. Und zumindest meiner Interpretation damals war es so, dass doch der Landestrainer im Sprint vielleicht ein Interesse daran haben sollte, den schnellsten Niedersachsen zu fördern. Das ist allerdings nicht so. ja, aber also dementsprechend war da immer wieder so ein Thema, dass ich halt einfach eher von Zeiten hinterhergelaufen bin, was aber ganz interessant ist, weil mich hat das total motiviert.
Häufig ist es, glaube ich, so, dass viele Leute sehr viel Unterstützung brauchen. Und bei mir war es eher so, dass der Gegenwind mir geholfen hat. Okay. Es war so, und okay, dann jetzt erst recht oder halt leck mich am Arsch, den zeige ich's. Ja, verstehe ich. Okay, dann haben Sie sich bestimmt bewusst motiviert darüber, oder? Ja, genau. Du hast eben schon kurz angesprochen, Verletzungen bleiben wahrscheinlich nicht aus. Vielleicht können wir nochmal über diesen Pneumothorax reden, wie das passiert ist. Bist du da vorher hingefallen oder so? Nee, also spontan Pneumothorax ist es. Also für die, die das jetzt nicht wissen, Pneumothorax heißt im Endeffekt, wenn jetzt jemand in die Lunge stechen würde mit einem Messer, ne, dann entweicht natürlich Luft und die Lunge fällt zusammen. Aber es, bei jungen, dünnen Männern, dazu habe ich definitiv gezählt, scheint sowas so bei, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, 1 zu 100.000 oder 1 zu 120.000 oder sowas, also sogar relativ häufig, kommt das vor, dass einfach ein Lungenbläschen platzt und dadurch zieht sich sozusagen Luft zwischen Lunge und Lungenfell und dadurch fällt die Lunge zusammen. Genau, und das ist bei mir auf der rechten Seite passiert und ich hatte aber eigentlich nicht großartig was, außer dass ich so ausstrahlenden Schmerz in den seitlichen Halsbereich hatte. Und dann war ich erst beim Hausarzt, der meinte, ja, das kommt vielleicht irgendwie hier von der Galle, Funktionsstörung. Dann war ich bei einem Kollegen, bei einem Chiropraktor, der meinte auch so, boah, ich finde ja eigentlich nicht so richtig was. Und dann hatte ich ja gesagt, ich bin dann Bestleistung gelaufen, ich bin dann halt einfach zu den Norddeutschen Meisterschaften gefahren und bin da eben dann damals 10,64 Bestleistung gelaufen und war dann eben, also es war dreimal 100 Meter, was jetzt ja auch jetzt nicht unbedingt besonders viel Lungenkapazität beansprucht. Aber ich war einfach nach dem Lauf fast eine Stunde außer Atem. Und daraufhin bin ich dann am Montag zum Lungenfacharzt gegangen, meinte hier, ich habe so einen komischen Husten und bin irgendwie total ewig außer Atem. Und der hat ein Röntgenbild gemacht und dann siehst du, dass die Lunge eingefallen war. Genau, und dann kriegt man so eine Drainage, dann schliegen die einem Schlauch quasi zwischen die Rippen und saugen dadurch die Luft raus. Und das hat damals funktioniert. Und dann war die Lunge wieder zu. Und dann habe ich das Ganze aber 2011 nochmal gehabt. Und damals war ich in England. Und da war es auch wieder mit einer Drainage. Da war ich erst 2 Wochen im Krankenhaus mit dieser Drainage und mit Unterdruck. Das hat aber nicht funktioniert und wurde dann in Southampton operiert. Genau. Okay, wow. Und in dem Jahr habe ich mich dann sogar das erste Mal für die Weltmeisterschaften qualifiziert. Ja, aber das war auch eher... also bin am Ende des Jahres Bestleistung gelaufen, aber es war auch ein bisschen glückliche Fügung, weil in dem Jahr auch einfach viele, viele Hochkaräter in Deutschland einfach nicht performt haben. Okay. Und dann bin ich halt dadurch noch mit reingerutscht und ja, das war dann trotzdem noch ein gutes Jahr. Ich dachte, die hätten dir da irgendwas verbessert, so Transformers-mäßig, dass du dann auf einmal mehr Lungenkapazität hattest. Nee, also Lungenkapazität ist wirklich auch eine Sache, die man im Sprint wirklich gar nicht baut. Das ist immer wieder auch, Patienten fragen mich das auch so, ob ich denn jetzt noch laufen gehe. Also ich gehe gar nicht laufen, ich bin auch früher nicht laufen gegangen. meine längste Trainingsbelastung in der Vorbereitung waren 40 Sekunden, vielleicht 45. Okay. Ja, also das war lang. Richtig lang. Ja, okay, aber das sind ja auch interessante Themen. Zu denen kommen wir vielleicht später nochmal, weil es da auch in Sachen Sprungkrafttraining oder generell beim Volleyball gibt es da ja auch so viel Kontroversen, die immer noch diskutiert werden, wo die landläufige Meinung ganz anders ist als das, was wirklich realistisch ist. Aber lass uns erstmal bei dir bleiben. Was gab es denn noch so für große Verletzungen oder bliebst du irgendwie relativ lang verletzungsfrei? Nee, also ich glaube, insgesamt bin ich ziemlich verletzungsfrei geblieben. Also muskulär hatte ich eigentlich wirklich nur mal eine, ich nenne es jetzt auch mal Zerrung, weil es damals keine wirkliche Diagnose gab und ich 10 Tage später wieder sprinten konnte. Hatte einen Muskelfaserriss, der aufgrund einer Leistenthematik zustande gekommen ist, die kann ich gleich nochmal erörtern. Und dann war eigentlich wahrscheinlich die größte Verletzung war ein Sehnenandriss im Semimembranosus direkt unten am Knie. Und das war super Timing, denn das war am Dienstag und am Samstag hatte ich einen Pneumothorax das zweite Mal. Von daher hatte ich dann nämlich 2 Wochen Krankenhaus mit einem gestreckten Knie und dadurch ist wahrscheinlich die Sehne extrem gut ausgeheilt, weil ich danach im Prinzip nicht mehr wirklich Probleme hatte. Weiß jetzt nicht, ob das wirklich so State of the Art ist, 2 Wochen komplettes Ruhigstellen, aber für mich hat es damals halt auf jeden Fall gut funktioniert.
Genau, und die andere Thematik mit dem Muskelfaserriss oder der Leistenthematik ist auch eigentlich ein ganz spannendes Thema als Chiropraktor dann oder für dich als Physiotherapeut eben auch eine ganz interessante Thematik. Ich habe eine weiche Leiste. Mhm. Und ich erzähle immer ganz gerne die Anekdote, dass es, glaube ich, 2012 oder 2013 ein Leistensymposium in New York gab, wo die Leistenspezialisten der Welt sich getroffen haben und mit der Quintessenz, dass sie sich nach 3 Tagen nicht darauf einigen konnten, ob es eine weiche Leiste gibt. Mhm. Denn ja, was ist die Leiste? Es gibt ein Leistenband und dann ist es halt einfach ein Areal, wo viele Strukturen in einen hergehen. Und im Endeffekt hat sich das bei mir schon so 2012, 2013 damit geäußert, dass die für mich die Ansteuerungsfähigkeit im unteren linken Quadranten in der Bauchmuskulatur irgendwie schlecht war. Und ich dachte immer, ah ja, TVA, Transverse Abdominis oder External Obliques, Internal Obliques arbeiten nicht so richtig und habe ja ganz viel Unterarmstütz und so weiter gemacht und habe das auch immer im Griff gehabt. Dann war es aber eben so, dass es auch immer ein bisschen mehr wurde und ich dann 2016 in der Olympiasaison einfach auch wirklich Adduktorenbeschwerden bekommen. Aber es war wirklich halt richtig Adduktorenproblem. Ich hatte auch nicht direkt mit der Leiste assoziiert. Das hatte eher so für mich die eigene, selbe eigene Diagnose war eher so eine Ansatztendinopathie der Adduktoren. Und dann war nach den Olympischen Spielen habe ich 8 Wochen komplett frei gemacht. Das ist psychologisch eine ziemlich anstrengende Saison war. Und danach war dann eigentlich der Ofen aus, weil das Problem bei mir war, dass sich dadurch so passive Stabilität über dem Psoas gebildet hat und meine Hüfte sich aber nicht mehr richtig gestreckt hat. Und es war dann so, dass 2018 sich meine Schrittlänge um 30 Zentimeter verkürzt hat. Und ich bin halt jemand gewesen, der extrem über Schrittlänge kam. Also ich hatte, wenn ich richtig gut in Form war und Topspeed hatte, hatte ich 2,65 Meter lange Schritte in der Topspeed. Wow. Und das ist schon, also so 2,50 ist schon Weltklasse, sag ich mal, wenn du die Schrittfrequenz dabei auch dann drauf hast. Und auf einmal waren es halt nur noch 2,35 Meter. Und damit bin ich dann halt auch einfach nicht mehr schnell gelaufen und habe dann meine Karriere deswegen auch ein paar Wochen früher beendet als geplant. Also ich wollte eh 2018 aufhören, hätte es nur ganz gerne mit den Europameisterschaften in Berlin beendet und habe es dann eben etwas früher beendet, weil ich habe wirklich einfach alles probiert und ging einfach nicht und ich hatte dann irgendwie einfach nur noch Angst, dass mir das Ding komplett abreißt. Mhm. Genau, und es ist auch bis heute, merke ich es noch, kann es jetzt so, im Alltag nervt es mich nicht, im Krafttraining merke ich es ein bisschen und wenn ich jetzt halt irgendwie mal ein bisschen Fußball spiele oder ein bisschen joggen gehe, tendiere ich schon schnell dazu, Rückenschmerzen zu bekommen. Von daher überlege ich auch bis heute noch, ob ich mir das operieren lassen sollte, aber richtig Bock drauf habe ich nicht. Ja, verstehe ich. Vielleicht noch einmal, um alle mitzunehmen, weil wir jetzt viele Fachwörter verwendet haben. Interne, externe Obliques sind im Prinzip die schrägen Bauchmuskeln und bei dir war es ja dann sozusagen der Unteranteil davon, der so vom Becken quer hoch verläuft, dann zu den Rippen. Semimembranosus, der Muskel, den du da leicht angerissen hattest, wäre im Prinzip hintere Oberschenkelmuskulatur, einfach ein Part davon. Und was war noch ein bisschen schwieriger? Ach so, das mit der Leiste, mit dem der Muskel, der die passive Stabilität gebildet hat in der Leistenregion, ist im Prinzip Hüftbeuger, der dann mehr oder weniger irgendwie die Arbeit dann übernehmen kann oder dafür Stabilität sorgen kann, wenn der halt sehr steif ist. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles auch aus deiner Perspektive richtig wiedergegeben. Nö, absolut, ja. Okay, stark. Aber ich meine, ey, krass, dann bist du wirklich sehr, sehr verletzungsarm durchgekommen. Gab es da irgendwelche Kriterien, irgendwas, was du früher schon sehr richtig gemacht hast, dass du verletzungsfrei bliebst? Oder würdest du sagen, ja gut, hatte einfach Glück oder hab gute Genetik oder so? Ja, das Problem ist natürlich einfach, du weißt ja immer nicht, was du richtig gemacht hast. Ne? Also von daher, ich glaube schon grundsätzlich, dass ich auch genetisch einfach Schwein habe, ne? Das auf jeden Fall. Ich sag mal, ich habe schon von meinen Eltern schon mitbekommen, dass Lebensmittelqualität einen hohen Stellenwert hat. Also ich habe im Studium schon damals in England Tesco Organic gekauft, das ist so Rewe Bio, sag ich mal, so das Niveau. Also ich habe wenig Scheiß gefressen, sag ich mal, habe schon auch immer viel Wert auf Regeneration gelegt und eben ist immer wenig Party gemacht. Ja, also ich war, also weil wir das vorhin angesprochen haben, schon in der Hinsicht schon sehr straight. Und ja, also von daher, ich glaube schon, dass ich da viele Sachen richtig gemacht habe. Wie viel Glück dabei ist, kann ich einfach nicht sagen. Ist wirklich schwer einzuschätzen. Ja gut, aber ich meine, das sind ja schon,
drei, vier, fünf Faktoren, die einfach den Unterschied machen können, gerade als Sportler, Schrägstrich, dann später warst du auch Student. Da gibt es ja dann schon auch diese, also ich meine, wir kennen ja alle diese, die gehen ja durch die Bild, die Exzesse von den Fußballspielern, die dann wieder mal ewig Party machen gehen und so. Das werden sie auch nicht jeden Tag machen. Aber ja, ich glaube, die, die halt krass auf sich achten, und das ist halt, wenn man sich mit Michael Jordan oder so beschäftigt hat, der einfach auch immer krass auf sich geachtet hat, auf seinen Körper geachtet hat, nur gute Sachen reingegeben hat, dann versteht man schon, was das für einen Wert hat, weil soweit ich weiß, war Michael, wenn er verletzt war, auch immer sehr, sehr kurz verletzt. Und ich glaube, das sind ja die wichtigsten Faktoren, um überhaupt gesund zu bleiben. Also ich glaube, dann hast du ja tendenziell schon sehr, sehr viel richtig gemacht und hattest vielleicht obendrein genetisch auch Glück. Ja, also ich finde diesen Spruch, Genetik entscheidet nicht, wer Weltmeister wird, aber Genetik entscheidet, wer nicht Weltmeister wird. Und ich habe definitiv eine Genetik, die irgendwo Sport kann, ja, sieht man in meiner Familie. Aber klar, auf jeden Fall der Fokus eben vernünftig zu regenerieren und eben den Fokus auf den Sport zu stellen, der war bei mir halt definitiv da. Und das ist ja auch was ich jetzt bis heute auch weiter versuche, mit anderen Athleten auch weiterzugeben, dass einfach der Fokus in sich selbst zu investieren da sein muss. Das finde ich immer wieder eine ganz interessante Debatte, weil es ja auch oft, ob das jetzt irgendwelche Sternchen sind, ich hatte das neulich mal gelesen von Lena Meyer-Landrut, sie halt sozusagen gesagt hat, sie hat ihre Karriere oder ihre Jugend der Karriere geopfert. Und das liest man ja auch im Sport oft, ja, ich konnte nie Party machen gehen und so weiter. Aber da denke ich mir jetzt, ja, so what? Ja. Ja, also wie viele Leute würden alles dafür geben, um genau dahin zu kommen, und du jammerst, als du nicht saufen gehen konntest. Also das, ja. Also da bin ich anders. Das sehe ich nicht so. Ja, vor allem, ey, also wenn man dann in die Zukunft blickt, was macht es mit dir im Alter, wenn du dich halt oft in deiner Jugend gut benommen hast? Wie viel besser kannst du alt werden? Wie viel gesünder kannst du alt werden? Also wenn Lena Meyer-Landrut dann irgendwie 80 ist oder 70 und hätte, sagen wir mal, jetzt ihre Phase, ihre Partyphase nachgeholt, würde sie sagen, wie blöd war ich eigentlich? Deswegen geht's diesen und jenen Organen vielleicht gar nicht so gut, und deswegen habe ich diese und jene Probleme. Vielleicht, das weiß man immer nie, aber grundsätzlich würde ich sagen, also dieses Thema Party machen und viel unterwegs sein, klar, ist mal ganz schön, aber langfristig ist natürlich so ein Lifestyle tausendmal besser. Ja, es ist immer eine Frage. Also man kann halt nicht alles haben, und ich denke, ich habe durch den Leistungssport Erfahrungen machen dürfen, die viele Leute nicht machen konnten, die mir in meinem weiteren Leben extrem geholfen haben bisher. Und klar, deswegen war ich dann dafür vielleicht wenig reisen. Ich war zwar viel unterwegs, aber habe wenig von der Welt gesehen. Das sind schon Sachen, aber auch da, das kann man irgendwann nachholen, und ich würde es nicht tauschen wollen. Ja, sehr guter Schlusssatz zu dem Kapitel. Ich habe jetzt gedacht, es kommt jetzt irgendwie eine super krasse Verletzung rein, dass ich einen geilen Bogen schlagen kann zu, und deshalb bist du Chiropraktor geworden. Aber geht leider nicht. Deswegen frage ich einfach mal, warum bist du Chiropraktor geworden? Ja, wegen einer nicht so krassen Verletzung. Ich hatte einfach eine Brustwirbelsäulenblockade. Und bin in Wolfsburg zum Chiropraktiker gegangen. Der hat mir die Blockaden gelöst, das war auch so ganz gut. Und der hat mir erzählt, dass man in Schweden Chiropraktik studieren kann, am Ackermann College. Und dann habe ich mir sogar schon ein schwedisches Buch gekauft, hat mich da ein bisschen mit beschäftigt. Ich fand es aber auch irgendwie komisch, dass man mit so 2x5 Wochenendkursen ein Studium absolviert. Und also wie gesagt, da war ich in der 11. Klasse, 12. Klasse, also in Niedersachsen hat man 13 Jahre Abitur gemacht. Und parallel dazu war ein Tag der offenen Tür, oder Tag der Berufe hieß das damals, wo zwei Chiropraktoren bei uns an der Schule waren. Und 2006 habe ich Abi gemacht, 2005 hat ein Kollege in Wolfsburg eine Praxis aufgemacht. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das kann man auch richtig studieren. Vielleicht für die Leute, die das jetzt nicht wissen, grundsätzlich, klassischerweise gibt es in Deutschland den Chiropraktiker, und dafür gibt es im Prinzip keinen Mindeststandard. Das heißt, jeder Heilpraktiker kann im Endeffekt also auch ohne Qualifikation sagen, ich mache Chiropraktik. Und dann gibt es international eben den Chiropraktor, dafür gibt es internationale Standards. Und da ist das dann eben ein Vollzeitstudium, das ein bisschen mehr als Wirbelsäulenmanipulation oder, ich sage jetzt auch einmal falsch, Einrenken
beinhaltet. Und ja, dementsprechend dachte ich, Mensch, super, dann studiere ich das. USA war zu teuer und zu weit weg und dann habe ich dementsprechend in England probiert, da wurde ich dann auch angenommen und bin dann eben nach Bournemouth gegangen und habe dann da nicht 5, sondern 6 Jahre, also habe natürlich 5 Jahre studiert, aber war 6 Jahre da, weil ich ein Jahr strecken konnte, um mich ein bisschen mehr auf den Sport konzentrieren zu können. Okay. So kam es zur Chiropraktik. Hat Jonas Kaminski da auch studiert? Ja, Weil er war gleich. auch in England. Jonas ist ein gutes Stück jünger als ich. Ich glaube, er ist vom ACC, glaube ich, gleiche Uni. Ja. Wenn er in England war und nicht in Wales, dann war er am ACC, ja, in Bournemouth. Okay. Okay, krass. Also, wie kann ich mir das vorstellen? Wie viele Unis gibt es in England, wo man das studieren kann? Vielleicht Genau. zwei, dann meinst du? Ja, also Also, nee. als ich angefangen habe zu studieren, gab es in ganz Europa schon nicht ganz so viele Optionen. Also damals gab es Ah, okay. Paris. Es gab London, Entschuldigung, es gab Bournemouth, da wo ich studiert habe, und in Wales bei Cardiff. Und das war es in Europa. Und mittlerweile gibt es jetzt noch Odense in Dänemark. Es gibt Zürich, da kommen aber keine Deutschen rein, also beziehungsweise keine Ausländer, kommen nur Schweizer rein. Dann gibt es Barcelona und es gibt in London mittlerweile auch noch eins oder zwei sogar. Es gibt noch so ein bisschen abgespacedes College, McTominay College. Also von daher, es gibt mittlerweile in Europa ein paar mehr Optionen. Genau. Und genau, das ist so ein relativ wichtiger Punkt. Es gibt in Deutschland die Chiropractic Akademie, die bietet auch einen Master of Chiropractic an. Der Punkt ist nur, es gibt internationale Standards, die eine inhaltliche Akkreditierung fordern. Also das heißt, es gibt das European Council on Chiropractic Education und die setzen sich wirklich in den Kurs rein und gucken, was wird hier unterrichtet und schauen sich nicht nur das Curriculum an. Und der internationale Standard ist eben Studiengänge, die ECCI akkreditiert sind. Und das ist der deutsche nicht. Und das streben die auch nicht an. Ich will den nicht schlecht machen, aber das ist halt auf jeden Fall nicht klar nach den Forderungen, die wir haben. Und dementsprechend würde ich das auch, also ich empfehle keinem da zu studieren, wenn man studieren möchte. Ja. Ähnliches Problem gibt es ja auch in der Physiotherapie, dass wir da auch kein gutes Curriculum haben, generell im internationalen Vergleich auch relativ rückständig sind, auch wenn jetzt, du hast ja über das Studium geredet, in Deutschland ist ja Physiotherapie noch nicht mal ein Studium, in allen anderen europäischen Ländern und weltweit sowieso, studierst du das, also da gibt es ähnliche Entwicklung, würde ich sagen, in beiden Berufszweigen, was Deutschland versus Rest der Welt angeht. Dass wir einfach bestimmte Berufsgruppen, die so ein bisschen out of the box sind, beziehungsweise sich historisch gesehen als Heilmittelhilfsberufe entwickelt haben oder als ärztliche Hilfsberufe, dass die es irgendwie schwieriger haben. Womöglich durch die Geschichte entwickelt, vielleicht auch aus ganz anderen Gründen. Aber da sehe ich jetzt mittlerweile einen Trend, der sich immer weiter fortsetzt. Ja, wobei das Hauptproblem ist ja im Endeffekt das Recht des Erstkontakts. Das heißt, ich bin als Chiropraktor in England zum Erstkontakt ausgebildet, weiß dementsprechend, von wem ich die Finger zu lassen habe und wann ich überweisen muss oder wann ich ihn wegschicken muss. Und das ist natürlich in Deutschland so nicht gegeben, weil der Physiotherapeut ja, ich sage jetzt mal ganz blöd, ja gar nicht denken soll. Ja, der soll ja nur machen, was ihm der Arzt sagt. Ja? Und dementsprechend, da es dieses Erstkontaktrecht nicht gibt, wird man da dementsprechend natürlich auch nicht ausgebildet. Also ich meine auch, es muss eine Reform der Heilberufe geben und dementsprechend auch ein Erstkontakt für, ob es dann Physio, Osteopath, Chiropraktor ist oder ob es dann einen Überbegriff dafür gibt, was man schaffen will, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber es ist halt natürlich auch politisch extrem schwer umzusetzen. Von daher sehe ich das jetzt auch nicht zwangsweise, es sei denn, es kommt irgendwann über die europäische Schiene und wird Deutschland aufgedrückt. Bei den Hebammen hat es ja geklappt, dass sie einfach jedenfalls in der Ausbildung eine Novellierung hatten, weil es eben Europa, also weil es europäisch einfach dann so gesetzt war und wir uns Europa angleichen mussten. Und von jetzt auf gleich gab es dort einfach ein Studium. Es gab keine Ausbildung mehr zur Hebamme, alle haben es studiert. Boom, fertig. Und gegebenenfalls wird es das Gleiche dann, also hoffentlich wird es das Gleiche dann geben in diesem Bereich, dass wir sozusagen Europarecht dann über deutsches Recht stellen, weil wir eben international vielleicht besser vernetzt sein möchten im Gesundheitswesen oder dass man international auch zu einem gewissen Therapeuten oder eben bestimmten Arzt gehen kann,
ohne über diese typische Schiene laufen zu müssen? Ja. Also ich war 4 Jahre Vizepräsident der Deutschen Chiropraktorengesellschaft und habe dementsprechend da auch relativ viel in diesen Einblick in dieses internationale und politische Tun sozusagen gehabt. Und auf europäischer Ebene ist es so, wenn 2/3 der europäischen Länder eine Gesetzgebung durchführen, müssen die anderen Länder nachziehen. Und da ist jetzt im Kontext Chiropraktik so, dass als die Briten noch drin waren, ein Land gefehlt hat. Das heißt, jetzt fehlen 2 Länder und die sehe ich halt im Moment auch nicht. Das heißt, für Chiropraktik sieht es im Moment noch relativ schlecht aus. Aber ich gebe dir natürlich absolut recht, die internationalen Standards zu schaffen, macht absolut Sinn. Aber dafür muss halt, und das sehe ich eben auch nicht, muss die Medizin das Hoheitsrecht über die Diagnose abgeben. Und daran sind Ärzte nicht interessiert. Ja, vielleicht erstens das und... Also auf politischer Ebene. Also ich glaube, dass viele Ärzte daran interessiert werden, weil ein super Beispiel ist akuter Rückenschmerz, der Notfallaufnahmen am Wochenende verstopft. Die müssen da nicht hin. Fertig. Ja? Und das kann man wunderbar konservativ klären. Man kann wunderbar untersuchen und feststellen, brauchst du jetzt ein MRT oder hast du einfach nur Panik, dass dir der Rücken um die Ohren fliegt, aber es ist halt einfach nur ein Facettengelenk verletzt. Das kann man ganz einfach abtesten und da braucht man auch nicht mal viel Zeit für. Und umgekehrt, das habe ich natürlich auch öfter mal in der Praxis, kommen dann Leute nach 10 Stunden Notaufnahme mit MRT und Blutbild und wieder und denke ich, oh, super Untersuchung, war jetzt echt gründlich, aber am Ende ist es halt Orthoton und irgendwie Ibo, das sie mitgekriegt haben. Ne? Und überleg dir, was das für Geld frisst. Also absolut. Das muss man sich auch mal durch den Kopf gehen lassen, was das für Kosten sind. Was das für Zeit wegnimmt von wirklich wichtigen Fällen. Und das ist ja im Prinzip in der orthopädischen Praxis genauso oder auch in der Hausarztpraxis, dass wir es dann einfach leichter hätten, wenn wir das auf mehreren Schultern verteilen, mit Menschen, die für einen Bereich, der mit dem Bewegungsapparat zu tun hat, einfach besser ausgebildet sind. So zum Chirurg gehst du, wenn du dir was gebrochen hast oder dich halt verletzt hast am Bewegungsapparat, im Sinne von, okay, da ist Gewebe kaputt. Zum Orthopäden gehst du, wenn es wirklich sehr akut ist. Und zum Physiotherapeuten, ich weiß nicht, wo du dich als Chiropraktor einordnen würdest, könntest du gleich nochmal sagen, zum Physiotherapeuten würdest du typischerweise gehen, wenn du eher so allmähliche Probleme hast, die nicht super akut sind, dass du dich gar nicht mehr bewegen kannst. Also Thema Hexenschuss wird wahrscheinlich jeder immer noch zum Arzt rennen. Aber andere Problemzonen, irgendwelche Schmerzen, die sich über eine Zeit aufgebaut haben. Alles, was mit Bewegung zu tun hat, da würde ich typischerweise Physiotherapeuten sehen. Ja, super akut und chronisch ist mit Sicherheit eine sehr, sehr einfache Sache. Also grundsätzlich eben, also ganz akute Thematiken wie der Hexenschuss, eine gute Facettengelenksreizung, damit kann ich auch gut umgehen. Die lässt sich natürlich nicht besonders gut behandeln, weil ist halt einfach akut verletzt und an der Verletzung kann man dann kurzfristig nichts ändern. Aber für viele ist es ja auch einfach wichtig, einfach diese Reassurance zu haben, dass da nichts kaputt gegangen ist, dass sie jetzt nicht einen Bandscheibenvorfall haben und nicht übermorgen im Rollstuhl sitzen. Und das beruhigt ja die ganze Situation häufig so, weil einfach große Schmerzen häufig mit großer Verletzung assoziiert sind. Und gerade in der Wirbelsäule ist es in der Regel eigentlich fast andersrum. Die richtig schlimmen Sachen wie Tumore merkst du in der Regel nicht. Absolut. Ja, das ist genau das Thema. Und so kleinere Geschichten, die fühlen sich am Anfang wirklich an, als würde man, also als kommst du nicht mehr aus dem Bett oder man kommt nicht mehr aus dem Bett, aber am Ende des Tages ist es halt, also ist nichts Wildes. Auch die meisten Bandscheibenprobleme sind ja dann doch auch gar nicht so akut, dass du wirklich dann richtig Krach hast und wirklich Probleme mit dem Darm oder mit der Blase hast, sondern eher leichter, dass du einfach irgendwie die ganze Zeit ausstrahlenden Beinschmerz hast, was auch nicht geil ist, aber was ja dann auch eher schleichend kommt und oft erstmal nicht begleitet von Schmerzen, sondern das größte Problem ist dann irgendwie Kraftverlust oder Sensibilitätsstörung. Ja, absolut. Wir haben ja eben gerade vom Erstzugang gesprochen und da ist mir dann die Frage gekommen, wie läuft das eigentlich in der Chiropraktik? Also theoretisch oder als Chiropraktor brauchst du dennoch eine Überweisung von einem deutschen Arzt? Oder können die Leute einfach zu dir kommen? Also
Das Problem ist ja im Endeffekt in Deutschland, dass ich Chiropraktor bin, interessiert erstmal niemanden. Ich bin rein rechtlich Heilpraktiker. Also ich habe meine Heilpraktiker-Zulassung gemacht, weil ich als Chiropraktor ja gar nicht arbeiten darf. Auch Abrechnung läuft am Ende, auch wenn es Selbstzahler ist, rechnet man über die Heilpraktiker, über das Heilpraktiker-Gebührenverzeichnis ab. Und dementsprechend rein rechtlich bin ich Heilpraktiker, der Chiropraktik macht. Und dementsprechend brauch kein Arzt mehr irgendwas überweisen. Patienten können einfach direkt zu mir kommen und ich darf sie behandeln. Klar, manche Krankenkassen fordern das, wenn Patienten das erstattet bekommen sollten. Aber in der Regel, also eigentlich braucht man es nicht. Okay, ja. Vielleicht kannst du uns einen ganz kurzen Einblick geben, wie stelle ich mir deinen Arbeitsalltag vor? Also, wie sieht das aus? Also ich habe ja selber, wie gesagt, Leistungssport gemacht und habe aufgrund der Tatsache dann auch recht schnell festgestellt, dass für mich einfach das Thema Training und Therapie ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und mein Arbeitsalltag sieht so aus, dass ich ganz normale Patienten sehe. Zwischendurch betreue ich noch meine ehemalige Trainingsgruppe. Das heißt, es sind die Sprinter hier aus Leipzig, die am Olympiastützpunkt trainieren. Das heißt, ich schreibe denen die Pläne, Krafttrainingspläne, und bin da in ganz enger Abstimmung mit dem Bundestrainer, der auch hier in Leipzig ist. Und die kommen dann auch in die Praxis zum Behandeln. Also wenn wir jetzt ganz simpel, heute ist Montag, heute Morgen hatte ich 1,5 Stunden ganz normale Patienten. Da war die erste Patientin eine 92-jährige Omi mit Hüftbeschwerden. Danach hatte ich ein relativ akutes Thema mit einer Schulter vom Patienten, den ich schon länger kenne, aber der jetzt halt ein neues Problem hatte. Und dann hatte ich noch, was war denn das? Weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau, aber dann noch einfach wahrscheinlich, ich glaube, es war einfach nur ein Check-up-Termin. Dann kamen 4 Athleten, dann hatte ich Mittagspause und dann hatte ich nochmal 5 oder 6 ganz normale Patienten, einfach was so ansteht von Rückenschmerzen über Nackenschmerzen und so weiter. Und so sind fast alle Tage, dazu gebe ich noch ein bisschen Personal Training. Ja, und also dementsprechend, das ist immer so schwer, für mich ist es so ein ganz normaler Alltag, ich habe mir das halt so gemischt, dass ich keine allzu langweiligen Tage habe. Ich arbeite auch selten länger als 4 oder 5 Stunden am Stück am Patienten, habe dann entweder Mittagspause oder dann halt irgendwelche Trainingsthematiken und habe mir auch grundsätzlich meinen Alltag meinen Praxisalltag so gelegt, dass ich Montag, Mittwoch und Freitag um 15 Uhr aus der Praxis raus bin, um dann meine Kinder aus der Kita zu holen. Ja, stark. Das finde ich gut und ich meine, du hast trotzdem wahrscheinlich extrem viel zu tun, aber eben nicht jeden Tag dann bis spät zu machen, ist ja auch immer so ein Thema. Du siehst ja so viele Patienten und es soll ja dann irgendwie eben nicht so einfach Fließband sein. Hauptsache, die waren da, haben irgendwie unterschrieben, gehen wieder weg, man kann eine Rechnung schreiben, sondern es geht ja schon darum, dass du ihnen auch immer weiterhilfst. Und ich glaube, oder ich persönlich bin bei meiner Arbeit davon überzeugt, dass eben dabei hilft, dass ich eben A, nicht so viele Leute sehe und B, eben nicht von morgens bis abends durcharbeite, weil irgendwann einem auch der Kopf raucht. Und Interaktionsarbeit finde ich einfach immer schwer. Also immer, wenn du mit Menschen arbeitest, ist es einfach nicht leicht, und es sind auch immer Menschen, die in irgendeiner Form von einer Krise kommen. Also manche mehr, manche weniger. Aber manchmal ist ja eben dieses gesundheitliche Problem einfach enorm. Jetzt so irgendwie Donnerstag sehe ich das erste Mal einen Patienten, der so Schulterprobleme hat, der meinte am Telefon, er kann sich, oder seine Assistentin meinte am Telefon, er kann sich nicht richtig selber an- und ausziehen. Und das ist ja schon eine Lebenskrise. Und das sind ja auch, wie soll ich das sagen, auf so einer esoterischen Art und Weise irgendwelche Energien, mit denen du umgehen musst. Ist ja immer sehr viel krankheitsbezogen. Und deswegen bin ich hart davon überzeugt, dass da auch wichtig ist, immer mal so einen Cut zu setzen und so wie du einfach was anderes zu machen, also Thema Training, oder dann eben ein bisschen früher rauszukommen und sich einfach mit was ganz anderem zu beschäftigen. Und was gibt es da Schöneres, als sich mit seinen Kindern zu beschäftigen? Ja. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ich sehe in der Woche so grob 50 Patienten, ganz sowas in dem Dreh. Mhm. Ich habe viele Kollegen, die, also ich würde sagen, so der Chiropraktoren-Schnitt, würde ich sagen, ist irgendwas so 70 bis 80. Ich kenne viele Kollegen, die 100 bis 120 die Woche sehen. Und ich glaube, das ist ein anderes Arbeiten.
Das heißt, ich glaube, oftmals ist Arbeiten so Pareto-Prinzip, 80-20, halt mit möglichst wenig Aufwand viel Ertrag rauskriegen. Und das ist eine Form zu arbeiten. Aber für mich ist halt nicht der Anspruch, nur 80% hinzubekommen. Oftmals ist der Anspruch des Patienten, die 80% sind super. Aber ich finde das ehrlich gesagt zum Teil ein bisschen zu langweilig. Nichtsdestotrotz hab ich auch Patienten, die einfach sagen, pass auf, ich habe keinen Bock, irgendwelche Übungen zu machen. Wenn es weh tut, komme ich vorbei und dann, ne, das ist auch okay. Dann bin ich Dienstleister und dann mache ich eine gute Behandlung und dann gehe ich dir nicht auf den Sack damit, aber dann jammer halt auch nicht, wenn du öfter kommen musst, ja, oder wenn es wieder weh tut. Ja. Die Verantwortung übernehme ich dann nicht. Aber umgekehrt finde ich halt, was es, glaube ich, auch relativ selten gibt, weil es eben auch unökonomisch ist. Also es ist einfach, ich würde mit einfach reinem Behandeln mehr Geld verdienen. Aber ich möchte einfach in der Lage sein, Probleme vom Anfang bis Ende lösen zu können. Also bin ich mit Sicherheit nicht immer. Ne? Also, aber du kommst ja immer dann wieder an neue Probleme und kannst dann daraus ja wieder lernen. Und das finde ich halt super spannend. Und alles andere wäre mir, ehrlich gesagt, ein bisschen zu langweilig, wenn ich halt einfach irgendwie bei jedem zweiten einfach oder bei jedem Patienten einfach ISG links, ISG rechts, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule, bisschen Psoas locker machen und ciao. Kann man machen, ist eine Gelddruckmaschine, aber ist nicht, also wäre mir zu langweilig. Das ist ja ehrlich gesagt so ein Klischee. Wir haben uns im Vorgespräch kurz über Klischees unterhalten. Das wäre für mich so ein Klischee. Wenn man zum also insbesondere dann, wenn man zum Chiropraktiker geht, weil ich kenne persönlich, jetzt abgesehen von dir und Jonas, hier im Umfeld keine Chiropraktoren. Und wenn jemand zum Chiropraktiker geht, ist für mich immer, also das ist das, was ich raushöre, was die Leute mir dann so wiedergeben. Ne? Ist egal, ob sie mit Schulter oder mit Knie hingehen, es wird sowieso alles durchmanipuliert, von oben bis unten. Und es ist eigentlich egal, welche Diagnose, weil von oben bis unten wird alles manipuliert und dann nach 20 Minuten ciao, was natürlich so wahrscheinlich nicht stimmt. Ja, also das ist vielleicht, was die Patienten dann erzählen, also ich glaube auch, dass das wahrscheinlich größtenteils das ist, was Patienten bei mir erzählen. So, dann hat er noch da so ein paar Muskeln rumgedrückt und hat mir ein paar Übungen gezeigt. Ja, das würde ich jetzt vielleicht gar nicht so sehr hinstellen und auch Chiropraktoren, ich glaube, es gibt Chiropraktiker, die einen sehr, sehr guten Job machen. Es gibt Chiropraktoren, die keinen guten Job machen, weil die therapeutische Ebene muss man immer noch mal ein bisschen von der differentialdiagnostischen Ebene trennen. Das heißt, in Deutschland sind wir können Erstkontakt, aber wir sind in der Regel Letztkontakt. Das heißt, die schlimmen Fälle sind meistens auch schon rausgezogen. Und gerade amerikanische Chiropraktoren sind sehr, sehr behandlungsaffin. Ja, also von daher, dass auch diese Crack-Combinations, die es im Internet gibt, das sind ganz, ganz viele Chiropraktoren, also studierte Chiropraktoren in den USA, die haben ein anderes Verständnis von Behandlung. Ich teile dieses Verständnis nicht. Für mich ist immer so, ich möchte nach 2 bis 3 Terminen sehen, dass es klar in die richtige Richtung geht. Und ich behandle, also natürlich habe ich Patienten, die ich schon deutlich mehr als 5, 6 Mal behandelt habe, weil die über die Jahre immer wieder kommen. Und ich bin auch der Meinung, es macht Sinn, einfach mal zu einem Check-up zu kommen und so weiter. Aber grundsätzlich ist es selten, dass ich Patienten habe, wo ich sage, da brauche ich jetzt 10 Termine, bis ich da hinkomme. Weil, ich sag mal klar, wenn ich jetzt eine 91-jährige Oma mit Hüftproblemen habe, da brauche ich schon noch ein bisschen mehr. Aber das ist jetzt auch nicht der Standardpatient. Also von daher, für mich geht es schon immer sehr darum, eine möglichst effiziente Lösung zu finden und ich fange halt auch sehr früh an, die Patienten in die Eigenverantwortung zu nehmen und Übungen zu machen und sage dann sogar öfter mal, passen Sie auf, Sie machen jetzt einfach mal 4 bis 6 Wochen regelmäßig die Übung und dann kommen Sie wieder rum und ich schaue mal, wie es dann aussieht. Weil ich einfach wenn man es ganz plump betrachtet, das gibt es für mich, locker machen und festmachen. Und locker machen ist Therapie, ob das jetzt Manipulation, Mobilisation, Soft Tissue Work, bla 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 ist, aber festmachen ist ein bisschen Therapie, wenn man Ansteuerungsfähigkeit verbessern kann und wenn das System dann wieder greift, aber wenn ein Muskel einfach schwach ist, ist er schwach und dann musst du den Hintern trainieren, wenn er schwach ist, dann kannst du darauf warten, dass das ISG sonst halt irgendwann wieder blockiert ist. Ne? Ja, sehr cool. Also und dementsprechend, ich glaube, da denken wir über viele Sachen relativ ähnlich. Finde ich auch insgesamt eigentlich sehr gut, den Ansatz und ich habe mir schon immer vorgenommen, mal vorbeizukommen. Vielleicht schaffe ich das auch irgendwann mal und dann wäre ich total gespannt,
Einfach mal, vor allem, ich find's so spannend, auch mal einfach in andere Berufsgruppen reinzugucken, weil du hast einfach grundständig einen ganz anderen Beruf gelernt. Also wir haben uns nicht irgendwo getrennt, so wie, weiß ich, Max und ich zum Beispiel, der dann irgendwann Personal Trainer wurde, und ich dann Physio, aber wir haben immer über dieses Physio-Thema noch ein relativ gleiches Verständnis, weil wir auch ein paar gleiche MT-Kurse gemacht haben. Aber gibt auch ein paar Ärzte, mit denen ich mich hier in der Umgebung, mit denen ich mich regelmäßig austausche, und dann einfach mal zu sehen, so, wie denkt er eigentlich über ein Thema? Wie denke ich darüber? Und gibt es da Schnittmengen? Und das ist immer sehr, sehr interessant. Mit ein paar Leuten gibt es gar keine Schnittmengen, mit denen kann ich auch nicht gut zusammenarbeiten. Das ist dann halt so. Und mit ein paar Leuten gibt es richtig krasse Schnittmengen, wo dann auch solche Vorurteile und solche Stigmata abgebaut werden. Und das ist total cool, genau solche Situationen zu haben, einfach da mal so ein bisschen out of the box sich mit bestimmten Sachen zu beschäftigen. Und ja, finde ich auf jeden Fall spannend, was du sagst, weil ich mich da in ganz, ganz vielen Sachen total wiederfinde, auch wenn wir eben nicht das Gleiche machen. Ja. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass bei mir zum Teil vielleicht sogar ein bisschen so ist, dass ich zu wenig therapiere und vielleicht manchmal mal ein bisschen mehr machen sollte, und die Patienten nicht so früh in die Eigenverantwortung geben sollte. Das ist, glaube ich, so eine Sache, die ich mir vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen ankreiden muss, dass ich da vielleicht manchmal zu vorschnell sage, okay, jetzt musst halt trainieren. Wobei ich halt grundsätzlich sehe, also es gibt nicht so viele Leute, die nicht trainieren sollten. Ja, genau. Und ich denke mir halt aber umgekehrt halt auch einfach oft, also ich glaube einfach, wenn du einfach diese Veränderungen gehen würdest und regelmäßig trainieren würdest und auch gut trainieren würdest, dann würdest du dir viele Sachen ersparen. Nur damit rechnet man natürlich nicht ein, dass die Leute das gar nicht können und auch nicht wissen. Und dass das ein Prozess ist, der bei dir, bei mir Jahre gedauert hat, und man dann vielleicht auch noch sportlich auch noch ein bisschen talentierter ist und auch noch Freude daran hat, dass die Leute jetzt nicht auf einmal sagen, ja, der hat jetzt recht. Ich melde mich jetzt bei McFit an, bin jetzt 5-mal die Woche da, kann das sofort total gut machen, richtig guten Plan. Und dass das dann nicht gleich super funktioniert, das ist natürlich auch eine Sache, die man dann auch erstmal Stück für Stück verstehen muss. Und das bringt mich zum nächsten Punkt, weshalb ich halt ein Gym habe, an dem ich Personal Training anbiete, weil du es dann eben wirklich machen kannst. Wir haben mittlerweile auch einen Reha-Kurs, weil natürlich Personal Training jetzt auch nicht unbedingt für die jeden finanziell stemmbar ist. Ja, aber das ist eben so das, was mich eben total interessiert, wo eben dann die Schnittmenge ist, wie du Dinge trainingstechnisch stabilisieren kannst, weil die Therapie eben in manchen Sachen einfach stark limitiert ist. Also das ist eine Sache, die mich im Moment gerade sehr umtreibt, ist einfach Rippenmechanik und schräge Bauchmuskulatur, wie man das über Atmung beeinflussen kann und dementsprechend ja auch dadurch Brustwirbelsäulenblockaden und so weiter beeinflusst, denn es gibt im Prinzip keinen Patienten, der nicht eine Brustwirbelsäuleneinschränkung hat. Oder wirklich ganz, ganz wenige. Und kann eigentlich nicht sein, dass du bei jedem Patienten eigentlich die komplette BWS freimachen kannst, Schrägstrich musst, Schrägstrich sollst. Ja, und das zu lösen, würde ich schon ganz gerne mal irgendwann können. Verstehe. Ja, ein interessantes Thema. Ja, typischerweise arbeiten ja dann viel einfach mit einer Black Roll oder mit so einer Peanut oder so. Das war natürlich auch das Erste, was dir durch den Kopf gegangen ist, nehme ich mal an. Wo ist da noch der Haken? Der Haken dabei ist eigentlich relativ simpel, das ist eine passive Überstreckung, das ist gleich wie Mobilisation, Manipulation, hält halt nicht, Ach führt halt so, zu okay. wenig Aktivität. Das heißt, ich gehe eher davon aus, dass das Problem wahrscheinlich eher vorne in der schrägen Bauchmuskulatur ist, dass die Rippen, also vielleicht der Punkt ist, geht jetzt vielleicht für viele der Zuhörenden etwas over the top, aber mein Learning in den letzten paar Monaten war, pauschal gesagt, haben die meisten Leute eine gebeugte Brustwirbelsäule, also eine Hyperkyphose, aber eine extendierte, also eine gestreckte Rippenthematik beziehungsweise Brustkorbthematik. Und dementsprechend funktioniert eben auch das Drücken von hinten nach vorne sowohl für die Extension der Brustwirbelsäule als auch für die Verbesserung der Rippenthematik. Denn eigentlich macht es ja gar keinen Sinn, wenn eine Rippe in Streckung steht, dass du sie in Streckung manipulierst. Aber es hilft trotzdem. Und wahrscheinlich ist einfach der Punkt, wenn eine Rippe in Beugung steht, kriegst du sie in Streckung. Deswegen funktioniert es. Und umgekehrt, wenn die Brustwirbelsäule in Beugung steht, verbessert sich dann durch die Brustwirbelsäule das Rippengelenk. Und dementsprechend funktioniert der gleiche Move für beide Probleme, was eigentlich keinen Sinn macht. Verstehe. Ja. Interessant. Interessant. Bei der Thematik oder an der Thematik
gehen wir demnächst weiter. Oder halt ohne Mikro, ohne Aufnahme meine ich. Und lass uns nochmal einen Schritt weitergehen, weil du hast ein Buch geschrieben, ich glaube 2018 war das oder kam es raus, mit Wolfgang Unsold zusammen. Das heißt, mach dich schneller. Und jetzt ist es, glaube ich, also ich glaube, jeder kann erahnen, worum es darin geht. Aber vielleicht kannst du einmal kurz erklären, wie es dazu kam überhaupt, dass du ein Buch geschrieben hast und welche Ansätze da genau drin sind. Wenn, ich habe auch mal reingeguckt, Max hat es, glaube ich, und ich durfte es mir mal ausleihen. Ich glaube, es geht primär um Krafttraining. Ich weiß nicht, ob es auch um technische Aspekte geht, aber da kannst du uns ja einmal kurz mitnehmen. Ja, genau, also Mach dich schneller ist ein Buch, um schneller zu werden. Im Endeffekt war es ein bisschen auf Fußballer gemünzt, weil die Ursprungsthematik sind zwei Sachen. Erstens, ich habe schon immer sehr, sehr viel dokumentiert und dachte mir so gegen Ende meiner Karriere, ich müsste das irgendwie mal auch alles aufschreiben, weil ich mir gewünscht hätte, dass es so ein Buch gegeben hätte. Und dazu war es, dass ich nach der Saison in der Offseason mal in Wolfsburg feiern war und da kam ein relativ angetrunkener Fußballer an und kam dann so, ey, Knippers, ich mach dich platt auf 100 Meter, ich bin der Schnellste hier. Und irgendwie, der war aber irgendwie so ganz witzig. Und dann dachte ich so, ey, du könntest da gerne mal drüber unterhalten. Ich glaube, wir haben sogar Nummern ausgetauscht, hat dann nie wirklich stattgefunden. Aber das war natürlich eine Sache, die ich ganz oft im Studium und schon in der Zeit einfach mitgekriegt habe, so dass Fußballer immer denken, sie sind super schnell. Ist dann aber in der Regel eigentlich gar nicht so schnell sind. Aber natürlich total davon profitieren würden, wenn sie schneller werden würden. Und da es eben so ganz, ganz viele Sachen gibt, die im Internet kursieren, wo ich immer sage, das weiß ich jetzt nicht, ob das dich wirklich so viel schneller geht, dachte ich, schreibe ich das mal auf. Dazu hatte mir Wolfgang 2016 für die Olympischen Spiele die Krafttrainingspläne geschrieben, also wusste ich, dass er eine sehr, sehr große Expertise hat. Und dann habe ich ihn einfach gefragt, hey, hast du Bock, dazu eben noch ein bisschen was zu Ernährung und zu Krafttraining zu schreiben? Das wäre ein ganz synergetischer Effekt und dementsprechend ist das Buch halt so aufgeteilt, dass es für verschiedene Gruppen gilt. Das heißt, ob du einfach nur zwei oder dreimal die Woche sprinten möchtest, ob du Sprinten mit Zugwiderstandsläufen und Sprüngen machen möchtest oder ob du eben Sprinten, Sprünge, Zugwiderstandsläufe und Krafttraining machen möchtest. Also sprich, ob du zweimal die Woche oder fünfmal die Woche trainierst. Und dafür haben wir 9 Trainingspläne geschrieben für den mehr oder weniger ambitionierten Sportler, die dann über 6 bzw. 9 Wochen gehen und die kann man so eigentlich relativ gut abtrainieren. Es ist natürlich immer die Schwierigkeit, in einem Buch technische Aspekte mitzugeben. Das heißt, ich habe da rudimentäre technische Anweisungen gegeben. Allerdings muss man ganz ehrlich auch sagen, dass für die meisten Leute die auch einfach reichen. Ja, auf jeden Fall. Okay, interessant. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es primär für Fußballer gemacht wurde oder für Leute, die eben Sprint in ihrem Sport brauchen, so kann man es wahrscheinlich übertragen. Genau. Ja, interessant. Also zum Beispiel ist es jetzt für Volleyballer wäre es jetzt nicht so sehr gemacht, wobei da sehr relativ viele Sprungformen drin sind, die ich dann auch wieder im Volleyball sinnvoll erachten würde und auch das, was im Krafttraining aufgeschrieben würde, macht grundsätzlich Sinn. Also von daher, aber es geht schon viel auch nicht nur Beschleunigung, sondern auch Richtung Topspeed, was du jetzt halt wirklich eher dann auch nochmal im Fußball brauchst. Ja, genau, das wäre der nächste Übertrag gewesen, weil zumindest krafttrainingstechnisch sind wir uns wohl einig, dass die Übungen, die dich höher springen lassen, dich auch bei kurzen, Entschuldigung, die dich schneller sprinten lassen, dich eben auch höher springen lassen. Zumindest erstmal auf einer grundlegenden Ebene. Also wir sprechen. Absolut, ja. Wir sprechen ja hier, ich glaube, der Ausdruck ist immer Grundschule, über die rudimentären Aspekte, die Grundlage für ein gutes Training. Und vielleicht, ich meine, du bist der Mann für die Expertise und wir brauchen im Volleyball eben auch primär kurze Antritte, wenn wir Bälle abwehren möchten. Der Stemmschritt besteht ja auch aus ein paar Schritten, wenngleich. Ja, die kann man jetzt nicht als kurzen Sprint bezeichnen. Aber nehmen wir mal die Abwehrsituation. Da muss man sehr schnell auf 3 bis 5 Meter sprinten.
Vielleicht kannst du mal aus deiner Perspektive die drei wichtigsten Übungen, in Klammern Grundschule, nennen, die du wichtig findest, um die Minisprints, die kurzen Antritte schneller zu machen. Ja, also ich würde grundsätzlich schon sagen, dass eine tiefe Kniebeuge, also eine Ass-to-Grass-tiefe Kniebeuge, da die Basis ist, weil es einfach erstmal ja auch ein harmonischeres System produziert. Ja, das heißt, Sprunggelenksbeweglichkeit, Kniebeweglichkeit, Hüftbeweglichkeit wird dabei verbessert, was jetzt erstmal direkt nicht den ganz großen Übertrag haben wird, aber auf deine Langlebigkeit einen großen Einfluss haben kann. Und wenn du halt 10 Jahre trainierst oder 3 Jahre, dann wirst du vermutlich auch einfach besser sein. Das heißt, eine tiefe Kniebeuge ist mit Sicherheit eine Sache, die da recht wichtig wäre. In zweiter Instanz denke ich, wäre Umsetzen schon so eine Thematik, wobei das ist schon eigentlich nicht mehr Grundschule. Das heißt, irgendeine Thematik, die die Hüfte stark lädt, ob das jetzt eine Kreuzheben-Variante ist, ob das Trap Bar Deadlift ist. Wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich sowas wie 45 Grad Back Extension oder Romanian Deadlifts erstmal nehmen. Und dann wären es wahrscheinlich für mich immer noch mal Ausfallschritte, weil es eine gewisse unilaterale Komponente hat. Ja, das wären wahrscheinlich so die drei Sachen. Tiefe Kniebeugen, RDLs, wenn du sehr schwach bist, 45 Grad Back Extension, und dann Ausfallschritte. Ich glaube, aus den anderen Podcasts wissen alle, dass mit den Kniebeugen nicht irgendwie 20 Wiederholungen gemeint sind, sondern schon immer Maximalkraft im Vordergrund steht und später natürlich auch sowas wie Explosivkraft. Das brauchen wir nicht weiter erläutern, bei den Back Extensions etc. auch. Wie würdest du das bei den Ausfallschritten sehen? Wie würdest du die in den Trainingsplan mit einbauen? So typischerweise kenne ich es noch von früher, das hat jetzt nichts mit Wolfgangs Trainingsplänen zu tun. Da haben wir immer am Ende des Trainings nochmal 20 Ausfallschritte mit irgendwie ein paar Gewichten in der Hand. Katastrophale Form, Hauptsache man ist durch. So meinst du es wahrscheinlich nicht. Wie würdest du die Nee. einbauen? Ja, das ist jetzt eine schwere Frage, weil ich im Endeffekt, es hängt von vielen Faktoren ab. Es kann sein, dass man sowas wirklich als eine individuelle Phase macht, um einfach Links-Rechts-Asymmetrien auszugleichen. Ein Ausfallschritt ist jetzt für mich auch nicht zwangsweise Kurzhantel rechts und links in der Hand, sondern eher eine Langhantel. Ich nutze es sogar sehr häufig in einer Front-Rack-Position, also so, dass du wie bei einer Kniebeuge vorne hältst, wodurch einfach deutlich aufrechter bleiben musst. Also von daher würde ich schon phasenweise das als die Hauptübung des Trainings sehen, als eine A-Übung im Trainingsplan. Okay. Als eine A-Übung meint so viel wie, das ist die erste Übung im Training, wo man dann eben auch mental und vor allem vom Nervensystem her sich auch dann wirklich komplett darauf fokussieren kann. Ja. Aber reden wir über Split Squats oder über Ausfallschritte? Ja, nee. Split Squats ist für mich nochmal, also ist natürlich eine Form von einem Ausfallschritt. Ich würde jetzt wirklich richtige, also normale Ausfallschritte, Lunges im Englischen, in dem Kontext sehen. Aber auch da wieder, es kann sein, wenn jemand jetzt halt wirklich einfach eine Kniethematik hat oder einfach ein Knie nicht voll beugen kann, dann wären es erstmal Split Squats. Ja. Aber sag mal, wenn jetzt davon ausgeht, du bist jemand, du hast keine große Trainingserfahrung, hast ein gewisses Maß an Links-Rechts-Asymmetrien, das mehr oder weniger jeder zu Beginn hat, dann finde ich Ausfallschritte keine schlechte Option, insbesondere wenn du eher Probleme in der Hüfte hast. Jetzt erinnere ich mich dann doch anscheinend ein bisschen weniger an das mach dich schneller Buch, als ich es in Erinnerung habe. Aber ein großer Teil der Trainingspläne war dann doch voll mit Sprüngen. Ist es richtig? Also ich habe. Ja, Sprint und Sprünge ist der größere Teil des Trainings, ja. Und ich hatte es damals so verstanden, dass die Sprünge dazu da sind, zum Beispiel Muskelfasern zu rekrutieren, damit du dann schneller sprintest. Aber das stimmt gar nicht, denn die Sprünge sind auch dafür da gewesen, um eben höher zu springen, weil es eben an Fußballer gerichtet ist, die sprinten müssen, aber auch springen müssen für den Kopfball zum Beispiel. Ja, nee, ich sehe Sprünge eher auf einem Kraftkontinuum. Und es ist einfach, wenn ich jetzt sozusagen Kniebeuge ist langsam, umsetzen ist schneller, reißen ist schneller, Kugelschocken wäre nochmal schneller und dann kommen halt Sprungformen.
Ne? Das heißt, wenn du auf diesem Kontinuum arbeitest und wenn du halt nur Kniebeugen machst, wirst du jetzt nicht schneller. Ja, du musst schon Kniebeugen und Sprinten. Und Kniebeugen, eine tiefe Kniebeuge ist jetzt im Sprintbereich mitten in der Saison, hat die dann nicht mehr wirklich was zu suchen. Ne? Da musst du schon kürzere Winkel machen und so weiter. Dann sind eben Sprungformen schon nochmal was anderes. Und der andere Punkt ist natürlich auch einfach die inter- und intramuskuläre Koordination, die bei Sprüngen einfach sehr geschult wird. Der Dehnungsverkürzungszyklus an Sehnen und Muskeln und so weiter. Das sind schon Dinge, die du mit Sprüngen gut konditionieren kannst und wo du auch einfach gewisse Bewegungsmuster ganz gut trainieren kannst. Mhm, verstehe. Vielleicht nochmal deine Meinung zu dem Thema Verletzungsanfälligkeit, wenn du viel springst. Jetzt ist mein Thema oft, wenn wir uns über Krafttraining unterhalten, eben für Volleyballer, da ist so die typische landläufige Meinung, okay, ich muss irgendwo hin, muss springen gehen, muss Treppen hochspringen, muss Boxjumps machen und so weiter. Und ich sage immer, ja gut, aber du springst im Training schon ausreichend oder hast ja da schon deine Sprungbelastung und du musst an deine Gelenke denken. Also Volleyballer sind eben massiv betroffen von Kniebeschwerden und deswegen lasse ich bei den meisten, die aktiv gerade spielen, die Sprünge im Trainingsplan eben explizit weg, eben aus dem Grund, dass eben die Verletzungsanfälligkeit nicht noch höher geht. Jetzt hat das natürlich auf der anderen Seite, wenn du das Kraftkontinuum ansprichst, schon den Vorteil, dass du gewisse Muskelfasern, inter-intramuskuläre Koordination verbesserst. Wie würdest du das abwägen? Ich meine, wir können jetzt nicht über einen speziellen Fall reden, aber vielleicht hast du da generell eine Meinung zu, wann du es nutzen würdest, wann nicht. Und ich weiß, Volleyballer ist sowieso nicht dein Thema, aber du kannst ja sicherlich als Chiropraktor auch dann reinversetzen, so, okay, der hat eh viel Sprungbelastung, bla 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 bla. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja, also genau, du musst ja natürlich immer erstmal unterscheiden, Leichtathletik und Spielsportarten ist natürlich ein Riesenunterschied. In der Leichtathletik kannst du zum Teil, wenn du die Hallensaison weglässt, 7 oder 8 Monate am Stück trainieren, ohne einen Wettkampf zu haben. Während du eben beim Volleyball, weiß ich nicht, was ihr für einen Wochenrhythmus habt, aber ich gehe davon aus, dass ihr dadurch, dass ihr draußen und drinnen gibt, wahrscheinlich dann auch einen relativ eng gepackten, wahrscheinlich jedes Wochenende irgendwo Spiel habt oder vielleicht sogar noch häufiger. Und da gebe ich dir wahrscheinlich auch recht, dass dann einfach in so einem Kontext Sprünge im Trainingsplan wahrscheinlich nichts zu suchen haben, sondern dass es da dann eher darum geht, ich mag dieses Wort, um strukturelle Balance zu schaffen und eben die Sachen dem Körper zu geben, die im sportartspezifischen Training nicht gefordert sind. Allerdings ist das natürlich dann auch wieder nur so ein bisschen Lücken füllen, ne? Und das ist eine Sache, da habe ich, glaube ich, einfach nicht genug Erfahrung drin, weil Spielsportarten da halt einfach anders sind, wie man das dann gut integriert. Ich denke, langfristig, wenn man die Kontrolle über eine komplette Karriere hätte, dann würde es wahrscheinlich schon eine Rolle spielen, gewisse Sprungformen zu gewissen Zeiten zu nutzen. Denn ein gutes Beispiel ist einfach der Fußball. Im Fußball wird ganz, ganz wenig Krafttraining gemacht, weil Krafttraining immer erstmal ein kurzes Maß an Ermüdung produziert. Und die Trainer im Fußball immer wollen, dass die Spieler frisch sind. Aber mittlerweile gibt es eben auch viele Spieler, die einfach sagen, pass auf, ich mache Spiel minus 3 Tage, mache ein hartes Krafttraining, weil dann bin ich zum Spiel frisch. Ja, und auch diese Rhythmen wird es auch in Sprungform durchaus geben können. Der zweite Punkt ist, man muss natürlich auch einfach analysieren, wie viel wird wirklich gesprungen. Das ist vielleicht dann auch ein bisschen positionsabhängig, Spielertyp abhängig und so weiter. Und dann kann man natürlich da auch besser bewerten, ist das jetzt jemand, der einfach klar schon drüber ist von den Sprungbelastungen oder macht es schon durchaus Sinn, da jemanden resilienter zu machen? Denn das darf man ja auch nicht vergessen, im Spiel ist nichts kontrolliert. Das heißt, ich würde jetzt zum Beispiel auch vermuten, dass bei vielen Volleyballern das Problem weniger das Springen als das Landen ist und dass du dann dementsprechend da vielleicht auch eben auch diesen technischen Aspekt von Landen und so weiter auch wieder nochmal ein bisschen mit forcieren kannst, was vielleicht auch nochmal eine Facette ist, über die man sich Gedanken machen müsste. Ja, sehr interessanter, sehr cooler Input und vielleicht auch mal ganz, ganz gut sowas zu hören von jemandem, der ein bisschen außerhalb der Bubble ist, weil du hast hundertprozentig recht, es ist super positionsspezifisch, wie viel man springt und es ist super individuell, ob jetzt jemand Halle und Sand spielt oder eben nur Sand oder nur Halle und wenn man sich eben nur für eins entscheidet, bei den Profis ist das meistens so und bei Semi-Profis teilweise auch, dann gibt es da schon auch Phasen, wo Menschen ein paar Monate lang wirklich
relative Ruhe haben vor diesen Sprungbelastungen durchs Training. Beziehungsweise sie können sich die einfach selbst schaffen, indem sie auch knallhart einfach mal die Pause machen. Von daher finde ich das einen sehr interessanten Input, der, glaube ich, vielen nochmal weitergeholfen hat, da so ein bisschen über ihr eigenes Training, über die eigene Belastung nachzudenken. Aber das ist, glaube ich, wirklich, Entschuldigung, ich unterbreche, aber das ist, glaube ich, ein relativ wichtiger Punkt, weil wenn du einfach jemand bist, du weißt, du machst pro Spiel, ich sage jetzt, du machst 50 Sprünge mit der und der Intensität, macht es natürlich Sinn, in der Offseason dich dahingehend zu konditionieren, dass du so und so viele Sprünge auch einfach abkannst. Ja, also das Conditioning auf der einen Ebene und geht vielleicht gar nicht mal auf die, dass die Sprünge noch höher sind, ja, sondern einfach auch, dass du einfach das absolute Volumen auch einfach tolerieren kannst. Und dass die Mechanics besser werden. Du hast schon recht, das Landen ist meistens das Thema, was die Beschwerden verursacht oder die exzentrische Phase, wo eben die Patellasehne Stress bekommt und so weiter. Und gute Einblicke und wie gesagt, glaube, hilft nochmal vielen weiter. Und ich bin auch immer ein Freund davon zu sagen, auch wenn du Hobbyspieler bist, mach dir klar, was machst du lieber, Halle oder Sand? Und wenn du wirklich was reißen möchtest in einem von diesen beiden Parts, dann nimm dir wirklich jeweils die andere Hälfte der Saison und leg den Fokus eben aufs Gym, leg den Fokus auf gutes Training, sodass du eben dann in dem, was dir wirklich wichtig ist, auch wirklich 100% geben kannst. Und dann nutze doch den anderen Part, zum Beispiel, wenn du eh nicht gerne Beachvolleyball spielst, dann machst du, um braun zu werden und zock ein bisschen mit Freunden, mach dir eine entspannte Zeit, danach vielleicht mit einem Bierchen oder so und mach das aber vielleicht nur zweimal die Woche und nicht irgendwie, hau dir nicht die Wochenende um die Ohren, um dann irgendwelche niedrigklassigen Turniere zu spielen, die dir eh nicht weiterhelfen. Es nützt nichts, dann niedrigklassige Turniere zu spielen, aber zweite, dritte Liga zu zocken in der Halle, nur um eben die Turniere irgendwie zu spielen. Ganz ehrlich, wenn du deinen ganzen Tag auf dem Platz stehst und immer wieder Belastung hast, dann 2 Stunden Pause, weil du auf das nächste Spiel warten musst, dann wieder Belastung, zwischendurch musst du noch pfeifen. Da geht immer so ein ganzer Tag um und am Ende des Tages, ja, was hast du gemacht? Ja, ein Turnier gespielt, 4, 5 Spiele, die alle dann auch von den Punkten her, das ist dann gar nicht so viel, was dann gemacht wird. Man ist danach so dermaßen erledigt, weil eben so viel Pause dazwischen war. Ja, klar. Und das ist natürlich auch was Strukturen schädigt, was das Nervensystem wieder schädigt. Du hast hohen Output an Stresshormonen, das muss alles gegenregeneriert werden. Und wenn du das dann einfach theoretisch weglässt und dich nur auf das Wichtige konzentrierst, zum Beispiel dann in dem Fall das Gym, das wäre sehr, sehr viel schlauer. Ja, würde ich auch so unterschreiben. Ich habe von den Fragen oben noch eins übersprungen, das müssen wir dringend noch nachholen, weil mich das selber sehr interessiert. Wieso eigentlich Leipzig? Du kommst aus Wolfsburg und hättest wahrscheinlich überall hingehen können in Deutschland. Wieso Leipzig? Ja, das war relativ zufällig im Endeffekt, weil als ich mit dem Studium fertig war, war das eine Phase, wo sehr viele Chiropraktoren von der Uni fertig geworden sind. Also muss man dazu sagen, es gibt in Deutschland aktuell so ganz grob 250 Chiropraktoren. Als ich angefangen habe zu studieren, so 150. Und in dem Jahr vor mir und in meinem Jahr sind jeweils 15 deutsche Chiropraktikstudenten fertig geworden. Das heißt, auf dem Markt mit 150 kommen auf einmal 30 Leute drauf und da war es gar nicht so einfach, einen Job zu finden. Und ich wollte eigentlich nach Wolfsburg zurück. Da gab es aber einfach keinen Job und dann hat mir mein ehemaliger Chef Timo Kaschel hier in Leipzig einen Job angeboten und dazu war eben noch, dass der Bundestrainer in Leipzig ist. Und dann hat das natürlich einfach gepasst. Ich habe dann damals den Wechsel gemacht von meinem Heimtrainer aus Wolfsburg dann nach Leipzig zum Bundestrainer, habe hier angefangen zu arbeiten. Dann hat es einfach zu gut gepasst, um es nicht so zu machen. Und dazu muss man auch einfach sagen, Leipzig ist wirklich eine super coole Stadt. Also für alle Leute, die irgendwie so Ostklischees haben, die sind hier absolut nicht berechtigt. Ich finde auch, also man sagt oft, Leipzig ist das neue Berlin, das sehe ich nicht so und da bin ich auch froh drüber. Also Leipzig ist eine super coole Stadt mit 620.000 Einwohnern, eine sehr angenehme Größe, man kann alles mit dem Fahrrad machen und ja, jetzt bin ich mit einer Leipzigerin verheiratet, habe 2 Kinder, die in Leipzig geboren sind, also wird es wohl auch erstmal Leipzig bleiben und bin hier aber auch super, super happy. Ja, cool. 2 Sachen dazu. Erst war schon Leipzig, kann alles bestätigen, was du sagst. Ist wirklich eine wunderschöne Stadt und Ostklischees. Und ich komme aus dem Osten, also ich weiß, wie die Klischees wirklich aussehen. Die gibt es da auf gar keinen Fall. Es hat sich eher ein bisschen das Gegenteil entwickelt.
Aber darüber brauchen wir jetzt nicht sprechen. Und Nummer zwei, ein bisschen Dialekt hast du schon übernommen, oder? Wo kommt es euch, ja? Das höre ich öfter mal. Ja, Ich höre es aber ich finde es. ehrlicherweise nicht. Welche Worte? Oder was hast du gehört? Also erstmal finde ich es total sympathisch, ne? Also Ja. das ist gar nicht das Thema. Und generell ist es nicht, es sind keine Wörter, sondern so ein bisschen die Aussprache. Da Einfach kommt schon so ein bisschen Sächsisch durch, ja? Okay, das wollte ich eigentlich vermeiden, aber vielleicht ist es auch einfach nur der Wolfsburger Slang. ja, das kann wirklich sein, weil ich den, aber auch, den kenne ich halt gar nicht. Eben hast du wollt gesagt und nicht wollte, so Ja. dass du so ein bisschen einfach schnell sprichst, beziehungsweise du sprichst ja nicht schnell, aber Wörter einfach schnell raushaust, ein bisschen abkürzt. Ich glaube, das ist so ein typisches, das ist der typische Einstieg ins Sechzehn vielleicht. Okay, gut, also da muss ich mich ein wenig mehr konzentrieren. Nee, gar nicht. Also nein, 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 es macht es komplett authentisch. Ich komme aus Thüringen, ich kenne also auch nicht genau, also ich kenne mich nicht mit Sächseln aus, also das kenne ich, kann ich auch nicht so gut. Andere Leute, die dich jetzt kennen und schon immer in Leipzig wohnen, können das wahrscheinlich besser einschätzen. Aber ich find's 100% sympathisch und aber ein bisschen witzig. Ich meine, wenn du jetzt sagst, du bist schon so lange dort, und dann ist es doch klar. Also, ich habe mir auch schon so zwei der norddeutsche Wörter auf jeden Fall angewöhnt. Sehr gut. Okay, jetzt kommen wir zu diesem Part, wo wir diese Rapid-Fire-Questions stellen. Und Frage 1 wäre, was wärst du, wenn nicht Sprinter oder Chiropraktiker? Also Chiropraktor, sonst, ich habe jetzt beides mit reingenommen, weil sonst hättest du einfach das jeweils andere gesagt. Ja, ne, vielleicht wäre ich Physiotherapeut geworden, das hatte ich in der Schule mal vor, als ich dann zu Chiropraktik gegangen bin. Oder ich wäre vielleicht Tischler geworden. Ich hatte mal überlegt, ob ich das Abitur abbreche und Tischler werden möchte. Also ich glaube, es wäre trotzdem was Handwerkliches geworden, obwohl meine Frau mit Sicherheit attestieren würde, dass ich handwerklich im Haushalt absolut unbegabt bin. Aber ich bin auf jeden Fall, also wäre kein Bürojob geworden. Okay, ja, das ist schon mal eine solide Aussage. Das ist eh der Punkt, ne? Wenn man sich so mit Menschen beschäftigen möchte, ist ja, und eben nicht als Mediziner und irgendwas mit Sport zu tun haben will oder zu tun hat, ist ja Physiotherapie auch oft so der erste Gedanke. Aber ja, vielleicht ganz geil, dass du genau das nicht gemacht hast, weil ich glaube, Chiropraktik ist einfach man kann Chiropraktik sagen, ne? Ist einfach was ganz Besonderes und nochmal einfach was anderes. Und ich glaube, dass das gut hier reinpasst in das Bild an ganz vielen Menschen, die sich eben mit Gesundheit befassen. Und ich glaube, dass uns das in Deutschland ganz gut tut, dass da eben auch, was sagst du, 250 Chiropraktoren gibt in Deutschland. Ja, nee, das sehe ich auch so. Und ich glaube halt, der eine Punkt, der natürlich auch irgendwie uns totale Vorteile bringt, ist, dass wir eben nicht in diesem System sind, sondern eben komplett autark reinkommen und dadurch eben nicht geprägt sind durch so wie es halt in Deutschland gemacht wird, sozusagen. Und wir gehen einfach rein und machen es halt so, wie wir es in England gelernt haben oder wie wir es uns einfach vorstellen und sind da vielleicht dann am Anfang auch einfach ein bisschen unbefangener von vielen Dingen, von denen man vielleicht in Deutschland sagt, das darf man gar nicht machen, das kann man so nicht machen und dann machst du es halt einfach und es funktioniert. 100%. Also, das ist einfach auch genau das, was mich in der Physiotherapie immer so, oder was mich da immer so genervt hat. Wir haben so ganz starre Strukturen, das wird einfach immer so gemacht. Wenn jemand eine neue Praxis aufmacht, da hat er das von seinem Chef gelernt, wie der seine Mitarbeitenden irgendwie ausgenommen hat. Und immer kurze Zeittaktung und so und dann eben 10 Stunden am Tag, im 20-Minuten-Takt die Leute durchbehandeln. Und ich habe an langen Tagen habe ich 25 Leute pro Tag gesehen. Ja, das ist total absurd. Und das wird dann halt schon immer so gemacht. Das ist einfach das System. Und deswegen machen das alle so. Und das bleibt so, wie es ist. Und wie gesagt, wenn jemand eine neue Praxis aufmacht, dann passiert es genauso. Dann gibt es irgendwie eine tolle Website, die werden einfach immer schöner. Aber im Prinzip bleibt dieses Grundständige, wie man arbeitet, bleibt komplett gleich in so einer engen Taktung. Mit so wenig Zeit noch über Sachen nachzudenken. Ey, am Ende des Tages machst du nur irgendwas, was einfach dem Patienten kurz ein bisschen hilft,
damit er ein bisschen besser da rausgeht. Aber du planst nichts, also du machst dir keinen Plan, so was kann diesem Menschen jetzt langfristig helfen. Du machst dir wenig Gedanken darüber, was könnte es noch sein, sondern ja, da steht Schulter drauf, dann fummel ich da ein bisschen dort rum und wenn es besser ist, dann ist gut. Also deswegen steht die Physiotherapie auch meiner Meinung nach jetzt ecke ich da ein bisschen aus, aber deswegen steht meiner Meinung nach auch die Physiotherapie in Deutschland nicht so gut da, weil eben das System so ist, wie es ist, können wir auch schlecht gute Erfolge erzielen, weil die Ausbildung eben auch nicht so gut ist. Und es gibt so viele Faktoren, die dafür sorgen, allein schon von extern, dass Physiotherapeuten eh im Vergleich überhaupt nicht gut abschneiden gegenüber anderen Heilmitteln oder gegenüber Placebo von mir aus auch. Und da ist so viel Luft nach oben und das macht es so traurig, weil das ganze System das alles schon so einengt. Deswegen ist es ganz geil, wie du es gesagt hast, wir kommen von außen und machen es einfach anders. Wobei ich da dann trotzdem auch immer sagen würde, wie viele richtig gute Physiotherapeuten kennst du? Und die sind auch durch dieses System gegangen. Also du kannst halt ein System annehmen oder du kannst halt damit arbeiten. Und zum Beispiel eine Sache, die du eben auch schon gesagt hast, die ich einfach glaube, die der Physiotherapie, dieser klassischen Physiotherapie einfach fehlt oder helfen würde, wäre eben wirklich eine Arbeitshypothese aufzustellen. Und das wird ja eben durch den Arzt getan, aber am Ende, wenn du therapierst, musst du dir natürlich trotzdem überlegen, okay, woran kann das jetzt liegen und was möchte ich verbessern? Und wenn du das natürlich nicht machst, und du drückst halt deine wenn wir bei der Schulter bleiben, du drückst halt deine 3 Standard-Triggerpunkte und hoffst, dass es halt trifft, ja, dann trifft es manchmal und manchmal halt nicht. Und dann bist du auf jeden Fall nicht schlauer hinterher. Weiß nicht, woran es lag, warum es nicht funktioniert hat, aber freust dich natürlich, wenn es funktioniert hat. Absolut. Und das ist wahrscheinlich der wichtigste Faktor, den ich in meiner manuellen Therapieausbildung gelernt habe. Natürlich auch handwerkliche Sachen, aber hypothesengeleitetes Arbeiten ist das A und O, wenn du besser über den Fall nachdenken kannst, weil du einfach eine Struktur im Kopf hast, ist das die Grundlage für gutes Arbeiten, auch die Grundlage dafür, dass es Sinn macht, Training mit einzubinden. Also es macht immer Sinn, Training mit einzubinden, aber du kannst es im Prozess besser mit rein strukturieren. Du sagst nicht mehr, ja, bei Rückenschmerzen macht man eben Bauchmuskeltraining, sondern du sagst, okay, bei speziell deinen Rückenschmerzen macht es sogar wirklich Sinn, Bauchmuskeltraining zu machen. Und bei jemand anderen ist es aber so, der hat einfach einen bocksteifen Rücken, deswegen muss der mobilisiert, von mir aus auch manipuliert werden, damit das eben besser wird. Aber eben nicht mehr zu sagen, ja gut, bei Rücken generell Bauchmuskeltraining, weil das hat ja schon immer geholfen, sondern das analysieren zu können und zu sagen, okay, da macht es Sinn, da nicht. Das ist so simpel. Ich habe die letzte Folge, da habe ich kurz mein Slogan, dieses Screen to Improve, einmal erzählt, wie ich dazu kam, warum ich so und so denke und was es für mich heißt. Und da waren auch genau diese Themen, dass man einfach screent, dass man untersucht, woran liegt es wirklich und das dann eben bearbeitet und aus diesen und jenen Gründen das dann macht. Aber dass du immer so eine Folgekette hast, weil so mache ich das und weil so mache ich das. Und jetzt ist es anders, deswegen mache ich was anderes. Und ganz ehrlich, also ich habe lange in dem System gearbeitet. So ist es, also man würde jetzt meinen, so ist es immer, so ist es halt nie. Mhm. Ja. Wenn du ein Buch schreiben würdest, worum würde es gehen? Dein Buch ausgeschlossen. Ja. Aktuell habe ich kein Thema, worüber ich ein Buch schreiben würde. Wenn es jetzt darum gehen würde, wo ich mich mal richtig reinkleanen würde, würde ich vielleicht was über Biochemie schreiben wollen. Habe ich zwar zu wenig Ahnung von, aber es ist ein Thema, das mich total interessiert. Von daher vielleicht ein Biochemiebuch. Das ist interessant, weil du hast gar nicht drüber, also interpretiere ich jetzt mal so, du hast gar nicht drüber nachgedacht, so vielleicht würde ich einen Roman schreiben oder so ein Selbsthilfebuch. Bei dir war klar, okay, es wird eh ein fachliches Buch, ein Sachbuch und weißt nur nicht das Thema ganz genau. Ja, nee, ich habe es geschafft, in meiner Schullaufbahn nur ein einziges Buch zu lesen. Von daher, hatte ich ja schon gesagt, ich bin Legastheniker, also mit Romanen habe ich es dann auch nicht, außer mit Harry Potter. Jetzt habe ich mein Handy runtergeworfen. Pardon. Außer mit Harry Potter. Kein Problem. Kann ich mit Romanen nicht viel anfangen. Nee, sowas kommt nicht in die Frage. Es ist schon so, wie ich ja vorhin auch schon ein bisschen gesagt habe, wenn mich Sachen interessieren, dann interessieren sie mich sehr. Und da eben dann so einfach auch Schmerzen, was auf
neurologischer Ebene passiert, was auf physiologischer, chemischer Ebene passiert und so weiter. Und eben das Thema Supplementierung und so weiter interessiert mich auch sehr stark. Und da kommst du zwangsweise ans Thema Biochemie ran und muss sich da schon auch dann Stück für Stück ein bisschen tiefer mit auseinandersetzen. Und das finde ich schon ein sehr, sehr spannendes Thema. Und von daher, das ist was, mit dem ich mich vielleicht früher oder später nochmal sehr viel intensiver auseinandersetzen möchte. Okay. Was kochst du am besten? Ich kann, glaube ich, ganz gut grillen. Das sagen wahrscheinlich 80% aller Männer. Ja, also das kann ich ganz gut und ich kann Schmorkohl. Schmorkohl ist eine gute, mag ich. Mag ich und mache ich gerne. Oha, ja, das also sind zwei komplett neue Sachen. Ehrlich gesagt haben die meisten Gäste, egal ob Mann oder Frau, gesagt Curry. Du bist der erste Typ, der sagt Grillen. Okay. Also finde ich gut. Was war dein letzter Fehlkauf? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man es nennt. Ich sage jetzt mal Vibrator. Es ist allerdings kein Sextoy, sondern es ist eine Vibrationsmanschette, die du dir ums Handgelenk oder um Sprunggelenk machen kannst. Und das soll über Vibration dein Nervensystem stimulieren, um dann eben besser hoch oder besser runter zu fahren. Und davon merke ich gar nichts. Ah, okay. Interessant. Letzte Frage, vielleicht irgendwie die philosophischste. Wie möchtest du in Erinnerung bleiben? Jetzt heute hier oder am Ende meines Lebens? Ja, am Ende deines Lebens. Boah, das ist wirklich eine schwierige Frage. Also wenn ich es jetzt so bewerten oder so beantworten soll, wie ich mir wünschen würde, dass andere Leute über mich reden, wäre es mir, glaube ich, sehr, sehr recht, wenn mich Leute als sehr ehrlich und ambitioniert beschreiben würden und hilfsbereit. Das sind, glaube ich, so drei Attribute, die ich sehr, sehr gut finde, wenn das Leute mal über mich sagen würden. Da wäre ich happy. Mega. Finde ich gut und ich kenne jetzt noch nicht so lange, aber ich würde auf jeden Fall einen Großteil der Attribute auch zuschreiben, jetzt schon. Aber eigentlich solide Ziele, die man sich so dafür steckt, wie Leute über einen reden sollen am Ende. Cool. Hat mich extrem gefreut. Meine Liste der Fragen ist leer. Ich habe selbst extrem viel dazugelernt. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielleicht kannst du den Gästen und Gästinnen andersrum, den Hörern und Hörerinnen nochmal mitgeben, wo sie dich finden, wenn sie irgendwas von dir wollen. Vielleicht hören ja Leipziger Volleyballer zu und wollen irgendwie auch mal Kontakt zu dir aufnehmen. Wie findet man dich bestenfalls und wie darf man mit dir in Kontakt treten? Also am einfachsten ist, glaube ich, um die meisten Informationen zu sammeln, ist über meine Homepage www.derhiro.de. Dazu gibt es auch noch bei Instagram Sven Knippels und auch der Hiro, also einmal die Praxisseite, einmal meine persönliche, / meine alte Sportlerseite, die ich auch immer noch ein bisschen befüttere. Vielleicht auch noch ein ganz kleiner Werbeblock. Ich werde dieses Jahr einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch ein Seminar halten über Krafttraining für Therapeuten. Habe ich letztes Jahr Krafttraining für Chiropraktoren gehalten, habe es jetzt noch ein bisschen überarbeitet mit einem Physiotherapeuten zusammen, der meine Reha-Kurse macht mit dem Max, um das noch ein bisschen für alle Therapieformen oder für alle Therapeuten sozusagen aufzuarbeiten. Und ich glaube, das ist ein ziemlich cooles Seminar, weil eben genau dieses Thema, glaube ich, einfach sehr, sehr viel zu kurz kommt und eben, Gummibänder für Außenrotation ist dann schon das höchste der Gefühle und da geht, denke ich, deutlich mehr. Das ist, glaube ich, vielleicht auch ein ganz netter Einstieg, um vielleicht so ein bisschen der Art und Weise, wie ich arbeite, wenn sich dafür jemand interessiert, dem Ganzen ein bisschen näher zu kommen. Gibt es schon ein Datum? 16. 17. September auf Deutsch und 4. 5. November auf Englisch. Okay, wow. Wusste ich selber noch gar nicht, muss ich direkt meinen Kalender checken. Auf meiner Homepage gibt es einen Reiter Seminare, da steht es auch nochmal. Okay, ja, cool. Also wer Lust hat, auf jeden Fall da mal reinklicken. Ich glaube, es wird sehr interessant. Finde cool, dass du es machst. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Mega. Ja, ich habe zusammen mit Wolfgang auch Mach dich schneller zweimal ein Seminar gehalten, einmal bei ihm und einmal hier in Leipzig mit ihm. Das hat mir viel Spaß gemacht und das ist wirklich auch eine nette Art und Weise, weil du ja, wenn du den ganzen Kram aufschreiben musst, das eben auch alles in deinem Kopf nochmal strukturieren Ja. musst. Und wie es ja immer so schön heißt, du kannst das erst dann, wenn du es anderen Leuten beibringen kannst. Und dann dementsprechend fand ich das auch immer so als eine Selbstreflexion ganz gut und ist auch wieder eine schöne Sache, den Alltag ein bisschen zu verändern. 100%, also finde ich, also ja, finde ich super. Ich habe aber drauf spekuliert, ob es nochmal ein Mach dich schneller Seminar gibt. Da wäre ich safe dabei gewesen. Jetzt bei dem muss ich mal gucken, ob es passt, weil da auch bald Prüfungstermine sind und viele Wochenendveranstaltungen. Aber müssen wir jetzt nicht drüber reden, können wir später drüber sprechen. Wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Alle Informationen sind gegeben. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Ich bin happy, vielen Dank. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. War ein schöner Rundumschlag. Gerne mal wieder. Dann würde ich sagen, alle, die bis hierhin zugehört haben, schön, dass ihr dabei geblieben seid. Ich hoffe, für euch war wieder Mehrwert dabei. Und bis demnächst. Tschüss. Das war's schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, für dich war ein kleiner Mehrwert dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne den YouTube-Kanal. Oder folge rein bei Spotify bzw. bei Instagram. Teile auch gerne den Podcast mit deinen Freunden. Das würde mich auf jeden Fall mega, mega weiterbringen. Vielen Dank dafür und bis bald.